Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Die Deutschen Podcast mit dem wunderbaren, ja, fantastischen, gut aussehenden Nisa, ja, und meiner Wenigkeit, vergelt alles Tuende, Cheyenne Kassier. Ja. Und wir haben heute einen besonderen Gast. What you hear, boy? And I'm him in the skin. What you hear, boy? And no one was skin. What you hear, boy? Ey, meine Damen und Herren. 8 Minuten später. Wir haben ihn hier. Den Armwrestling-Partisanten aus Deutschland. Matthias Schlitte, a.k.a. Hellboy. Einen fetten Applaus. Merci, merci. Der Applaus ist gerechtfertigt. Was ich noch sagen wollte, weil du eben meintest, ja, vielleicht kommt noch eine zweite Karriere nach der Comedy. Ja. Meine Comedy-Karriere ist schon vorbei. Da hat meine Karriere kaputt gemacht. Naja, irgendwas ist ja immer, ja. Ich habe keine Stand-Up-Karriere mehr. Aber guck mal, mit Sachlichkeit, mit Geld, mit Karriereplan nichts bekommen, aber so, ey, mit euch macht aber mehr Spaß. Ja, das hat gereicht. Also es ist hier alles ehrenamtlich. Ja. Also, ja. Matthias, so für die Zuhörer, ja, die nicht genau wissen, worüber wir reden. Matthias Schlitte ist ein Armwrestler. Auf Deutsch, das ist der Armdrückensport, richtig? Richtig, genau, ja. Wie sagt man, ein Armdrücker? Ja, also Armdrücker ist Kneipe und Armwrestling ist sozusagen der reglementierte Sport der ganzen Sache, aber okay, wer Armdrücken hört, weiß, was gemeint ist. Okay, das heißt, Armwrestler ist die Bezeichnung, die richtige Bezeichnung. So möchte ich genannt werden. Okay, dann bist du ja... Da musst du für die Zuhörer noch erklären. Ja, genau. Weil man es nicht sieht. Genau, dann, ich dachte ja früher, dass dein Arm, also der rechte Arm von Matthias, das könnt ihr auch auf seinem Instagram sehen, ist ja so überdimensional proportioniert. Und ich dachte immer, das kommt vom Armwrestling-Training. Nee. Weil dann halt ein Arm größer ist, weil du mit dem immer trainierst. Aber du bist echt Hellboy. Kannst damit auch diese Pforte in die andere Dimension öffnen? Mal gucken, was nach dem Podcast noch geht. Also vielleicht sind wir dann nächste Folge die Deutschen dann aus der Hölle. Ja. Nee, ich habe so einen ganz seltenen Gendefekt. Also es ist super, super selten. Es ist ein Klippel-Trenaui-Weber-Syndrom. Ganz schnell wieder vergessen. Das ist super, super selten. Warte mal, Klippi? Klippel-Trenaui-Weber-Syndrom. Weber-Syndrom. Also mega, mega selten. Also ich denke mal, ihr werdet keinen mehr treffen, der es hat und hier auch keinen mehr sitzen haben. Kann man das aber auch so am Bein haben? Ich glaube ja. Also dann ich hat man mich so dann, ein fettes Bein? Kannst du, glaube ich, auch alles an inneren Organen haben, wenn es fies wird halt. Ne? Deswegen, wow. Habe ich das you auch ganz gut getroffen. Really, ja, bitte? Nee, das war so ein Running Gag. Aber ist das also von Anfang an, hast du dann diesen großen Arm gehabt? Genau, also ich wurde geboren und dann legte so die Hebamme den kleinen Matti meiner Mom so ran und hat gesagt, Mensch, ihr Sohn wird wohl mal Boxer. Also das war so direkt zu erkennen und das war so der erste Satz, der über mich fiel und Boxer bin ich jetzt nicht geworden, aber Armwrestler. Kannst du mal deine Arme für die Kamera so kurz hochgucken? So, ich mal gucken. Nicht, dass ich euer Setup noch zerstöre. Okay, und dieser Arm, ja, das ist der, mit dem du auch dein primärer Arm fürs... Richtig. Das ist der Moneymaker ist das. Ja, genau, der hier, Money. Ist das der Grund, warum du mit Armwrestling angefangen hast? Weil du gesagt hast, ey, ich habe ja diesen Arm. Bist du stärker als... Ja, also ich bin schon dadurch, dass ich eben... Also der Knochen ist größer als der linke. Und dadurch, wenn man so mit seinem Körper einen größeren Knochen mitschleppt, dann kriegt man natürlich auch irgendwann mehr Muskeln. Halt, ja, das ist wie bei Wolverine. Weil der hat ja so Adamantium-Knochen. Richtig. Und deswegen ist der stärker. Ja, ist viel Adamantium hier verbaut. Genau, weil der ja mehr schleppen muss. Was? Ich dachte, das stimmt nicht alles mit Superhelden und so einem Scheiß. Jetzt sagst du gar nichts mehr. Ja, ich denke mir so, ich habe 2015 schon diese Ampiano gehört. Ja. Okay, wann... du hast also immer diesen Arm. Richtig, genau. Genau, aber wenn ich jetzt davon ausgehe, ich sehe jetzt nicht, aber er ist also nur größer, aber du bist nicht beschränkt. Nee, also du kannst alles machen. Zumindest nicht. Nee. Also du kannst normal Videospiele spielen, ja, greifen, also fahren. Also du bist nicht wie Leroy Matata. Ja. Okay, das ist schon mal gut. Nee, ich kann Gott sagen, ich kann schreiben, schlecht malen und so, alles cool, funktioniert alles bloß ein bisschen größer. Genau. Okay. Das ist gut. Okay. Hast du noch falls was fragen? Ich bin fasziniert, wie ich das... Ich merke schon, ich sehe immer so aus dem Augenblick immer so einen offenen Mund so. Ich bin fasziniert, so. Wie ist das so auf der Straße?
Auf der Straße ist es, also im Sommer. Gerade im Sommer. Im Sommer ist es, werde ich häufiger erkannt, im Winter weniger, ja. Mhm. Also das ist so, dadurch, dass ich jetzt auch relativ groß bin, sieht man das jetzt auch. Also dadurch, dass ich jetzt auch von der Statur ganz okay bin, fällt das gar nicht mal so häufig auf. Also früher auch in der Schule haben das Leute auch gar nicht mal so früh eigentlich gemerkt, sondern es hat vergleichsweise lange gedauert. Aber natürlich, wenn ich jetzt ein Shirt anhabe, dann werde ich schon häufiger angesprochen, ist ja logisch. Was sagen die Leute so? Ach, die sind eigentlich ganz cool. Also hey, wann kommt Hellboy 3? Ja, so ungefähr. Die wissen eigentlich, dass ich dein Armrestler bin und die machen dann einfach Fragen, wie es so läuft, wettkampfmäßig oder wollen halt ein Foto machen. Also es ist ganz, ganz coole Community. Und Leute, die dich noch nicht kennen? Naja, Leute, die mich noch nicht kennen, die fragen halt, was ist und dann erkläre ich das kurz, wie ich es euch halt auch erklärt habe und dann, ach so, Armwrestling. Und dann ist das für die alles cool. Ja, cool. Wie kam das denn, dass du mit dem Armwrestling angefangen hast? In welchem Alter fing das an? Also, ich gehe davon aus, dass Over the Top schuld ist. Nee, tatsächlich nicht. Was? Das Ding ist halt, also diesen Sport oder so Armdrücken wird ja jeder von uns schon mal probiert haben. Also ihr werdet ja bestimmt auch schon mal in der Schule oder Armdrücken, zu Hause, ja. Kindergarten hat ja jeder schon mal ausprobiert. Also ich damals halt auch. Und damals gab es dann noch nicht so YouTube und so ein Kram, sondern ich kann mich echt bloß daran erinnern, dass irgendwie meine Eltern haben auf VHS irgendwann mal Over the Top ausgeliehen in den 90ern. Und da habe ich so eine leichte dunkle Erinnerung dran gehabt, als ich noch ein kleines Kind war. Ich will den seit ein paar Tagen mit denen gucken, aber wir entscheiden. Aber ja, hinterher, ich hype euch jetzt richtig drauf. Ja. Und, genau, und dann gab es damals bei mir in der Stadt, die heißt Hallensleben, da bin ich auch zur Schule gegangen, da war so ein Flyer an der Tanke, Hallensleben sucht den stärksten Armdrücker. Und meine Mom hat eben diesen Flyer gefunden und hat gesagt, willst du das nicht mal ausprobieren, du bist doch stark und so. Und ich habe gesagt, ja klar, warum nicht? Und ich war da irgendwie 16 und 63 Kilo schwer, also auch sehr schmal. Und hab so gedacht, Mensch, war halt wahnsinnig genug, das mal auszuprobieren. Dann sind wir halt an diesem Tag in diese Newcomer, es ist so ein Amateurturnier, so suchen sozusagen auch immer Armwrestling-Clubs ihren Nachwuchs. Und wir sind da reingeflitzt und dann kamen da Biker und Bodybuilder und alles so eine Stiernacken an. Und ich dann mit meinen 63 Kilo und haben dann immer schon so ein bisschen so die Gegner analysiert. Und dann kamen da so, also schon richtige Titan halt rein und dann kamen dann nochmal drei so eine kleinen Kerlchen rein und meine Mom so, aber die schlägst du auf jeden Fall. Ach, das sind meine Freunde, das ist hier mein Support hier dabei, ja. Und dann, also ging wirklich dieses Turnier los. Ich hatte eben, wie gesagt, die 63 Kilo, musste aber, glaube ich, in der Gewichtsklasse bis 90 oder 95 Kilo kämpfen. Also war eben einfach keiner leichter war, das war eben so die kleinste. Ja. Und die haben sich natürlich um mich kaputt gelacht am Anfang. Ja. Und dann habe ich die natürlich alle vernichtet und habe krass, am Ende obwohl du nur so ein Hobby, das als Hobby. Aber gemacht. Das waren alles Hobby. Also das war alles so Hobby-Leute halt, die waren zwar alle stark, aber da hatten die natürlich auch so professionelle Schiedsrichter dabei und die haben auch uns so ein bisschen so die Technik erklärt und ich habe das relativ gut und schnell umgesetzt und habe dann da eben diese Klasse halt echt gewonnen, relativ kurz. Und die haben gesagt, Mensch, du hast Talent, das könnte funktionieren, komm mal zum VfL Wolfsburg zum Training, vielleicht gefällt es dir. Hat mir gefallen, dann bin ich ein paar Monate später deutscher Jugendmeister geworden, das ist noch nicht ganz so krass wie bei den Herren. Ja, und der Rest ist Geschichte, das ist jetzt schon fast 20 Jahre her tatsächlich, 2004 war das. Aber krass, so interessant, dass es so eine Community, eine Szene dafür gibt, die man nie so auf dem Schirm hat. Dass man das auch so einen Sportclub gibt. Ja, du sagst nicht so, ey, was machst du Dienstag, kommst du mal schwimmen? Zum Wolfsburg. Nee, sorry, ich muss ins Training. Zum Armwrestling. Ja, nee, ist richtig, also gibt schon einige Clubs, aber ich denke mal, das hat man auch bei so einen Sportarten, ich habe keine Ahnung, so Röhnradfahren hast du auch gar keinen Plan von. Das ist so ein Kram, so ein, oh Gott, jetzt werden alle Röhnradfahrer hier den Hate schüren. Das ist aber so. Ich fahre mit dem Auto. Wie Sport gibt das? Gut. Dann kommen alle Röhnräder auf dich zugefahren und zerkratzt dir den Audi. Ja, aber das hat man ja immer. Also, wir haben so in Deutschland so, ich glaube, so 20, 30 Trainingsgruppen Armwrestling. Und VfL Wolfsburg kennt man ja vom Fußball. Es ist schon krass, auch dass das bei so einem großen, renommierten Club halt auch so ist. Eine eben von 30 Abteilungen und wir sind eben die Armwrestler beim VfL. Also vom Fußballverein, sorry. Ja. Genau, VfL Wolfsburg ist ja auch ein Fußball-Bundesligist, ne? Und die haben ja natürlich nicht nur Fußball, sondern die haben auch Handball und Judo und Gewichtheben. Ah, und das ist aber alles unter einem Deckel? Genau, alles unter einem Dach. Ja, aber ich finde das wirklich interessant, dass so also ein renommierter Sportclub so einen, das ist ja Nischensport, der Nischensport im Nischensport. Im Nischensport, ja. Ja, und Nische hoch Pi. Ja, genau. Extrem. Wie trainiert denn ein Arm? Also ich habe mir immer gedacht, wie trainieren die? Mhm. Trainieren die also, wird einfach nur praktisch trainiert, man macht Armwrestling gegen verschiedene Gegner, oder meine Stimme ist so komplett weg, ne? Nee, ich lache, wie trainiert man? Ich muss so ganz andere Fragen. Ja, genau. Aber dann durch Social Media und so sehe ich jetzt, dass Leute bestimmte Übungen machen, nur so mit dem Unterarm. Ja, da steckt auch viel Rübe drin. Also es ist auch mittlerweile jetzt echt auch so, durch das ganze Social Media Kram auch alles so zusammengewachsen. Aber so, ich sag mal, wenn ich mich so auf so ein großes Turnier, EM, WM vorbereite, dann ist das so meistens 8
8 Wochen und dann gibt es immer so einen Split, also 6-mal die Woche Training, 1 bis 2 Stunden und dann gibt es so relativ normales Training, wie ihr es vielleicht auch im Fitnessstudio oder macht oder kennt, ja, halt Brust, Rücken, eben den ganz normalen Kram eigentlich, den, ja, jeder auch im Gym macht und dann gibt es eben solche, wie du gerade gesagt hast, so spezielle Übungen mit Seilzügen, mit kleinen Gummibändern, so, und ja, sowas, so halt den, ja, die den separierte Übungen, ja, und das Letzte und das Wichtigste ist eigentlich so dieses Sparring, also wirklich eben gegen schwerere Gegner drücken, was das Zeug hält, also verschiedene Positionen aus der Defensive raus, aus der Offensive raus, Starts üben, gibt so Strap-Matches und das ist so, ist dann eben die Vorbereitung auf so ein richtig großes Ding so und dann eben 5 bis 6 Mal die Woche, 1 bis 2 Stunden, ist schon sehr intensiv. Stimmt es, dass, weil das habe ich mich auch immer gefragt, trainiert ihr beide Arme gleich oder wird dann der Arm, mit dem man kämpft, mehr trainiert? Also, das, also, weil das würde ja umstylen, du bist ja natürlich, ich bin ja ein bisschen rechtsbelastet, ja. Aber das würde ja scheiße aussehen, wenn einer, der nicht diesen Genfehler hat, wenn er, wenn sein rechter Arm so dicker ist als der andere. Naja, was heißt scheiße aussehen? Kann man dagegen aussehen? Stören? Ich kann es auch nicht mehr ändern. Ja. Aber das Ding ist halt auch, du wirst automatisch, du kriegst ja wie Rechts- und Linkshänder, du kriegst dann halt sozusagen so einen dominierenden Arm. Also die meisten sind immer in einem Arm besser. Ja, ja. Also das ist wirklich immer der Fall. Ja. Ja. Und selbst, also meine Trainingskollegen, die Tega Boas, das sind Zwillinge und einer ist mit links besser, der andere ist mit rechts besser, obwohl die eigentlich baugleich sind. Das ist auch total krass halt, ne? Und das ist, also du hast ganz häufig, dass die meisten Sportler mit beiden Armen drücken, auch so turnieren, aber du hast auch ganz viele Sportler, die kriegen einen dickeren links oder rechts einfach, weil die einfach besser sind halt. Okay, aber das sieht man dann also auch. Das sieht man auch, ja, aber in der Regel, also ich trainiere auch meinen ganzen Body halt, ne? Ich mache auch die linke und so, aber ich kriege halt natürlich rechts viel mehr Gewicht drauf als links, ja, und links ist eben der Partyarm. Partyarm ist auch gut. Was ist ein Partyarm? Ja, Partyarm ist halt nur der Hobbydrückerarm halt, ne? Dann machen wir bloß mal, wenn wir ein bisschen ein paar Bierchen beim Armresting trinken, dann drücke ich auch mal mit links und so. Das heißt, es gibt ja mal Right Hand, Left Hand. Genau, Champion, ja, richtig. Das heißt, links trittst du gar nicht an? International weniger, sonst meistens nur national. Ja, okay. Genau. Aber sonst so WM, EM, da mache ich nur rechts. Genau. Gab es Diskussionen, dass man gesagt hat, weil der rechte Arm größer ist, dass das unfair ist? Also das Doping. Ja, Doping. Genau. Also wenn du mal ein paar 15-jährige Georgier gesehen hast mit Vollbärten, dann ist da nichts mehr unfair. Also da gibt es halt einen Haufen Leute, die wirklich auch echt super genetische Voraussetzungen haben, sage ich mal, auch so vom Muskelbau und so. Also im professionellen Bereich sagt da keiner, dass das unfair ist. Du wirst jetzt auch nicht sagen, wenn hier einer steht mit 2,20 Meter, der ist Basketballer. Also und schon unfair, dass du so groß bist. Wir müssen nicht mal unterhalb der Knie absägen. Ja. Macht ja auch keiner. Ja, aber warte mal, das Beispiel ist nicht ganz so richtig, weil wenn das Basketball bis 1,70 wäre und einer dann 1,89 ist, dann ist ja diese Unfaire da. Naja, aber es gibt ja keine... Im Basketball sind ja alle gleich, es das gibt heißt, ja keine, alle hätten den Arm. Es gibt ja keine Limitierung bei uns, also die Gewichtsklassen. Bei uns, wir drücken ja in Gewichtsklassen und da ist das Limit eben 70 Kilo. Ich drücke jetzt bis 70 Kilo zum Beispiel. Aber ich kann ja nicht sagen, der Arm darf nicht so dick sein oder so. Und man darf solange nicht, man in der Gewichtsklasse ist. Richtig, richtig. Okay. Man darf ja nicht vergessen, das ist ja alles nicht nur vom Gendefekt und vom dicken Arm. Guck mal, ich habe, ich glaube, 6 Jahre gebraucht, bis ich zum ersten Mal deutscher Meister geworden bin bei den Herren. Also, und wenn das alles nur von irgendwelchen körperlichen Voraussetzungen abhängen würde, dann wäre ich ja direkt Weltmeister geworden, so gefühlt. Das hat ja jetzt ewig gedauert halt, das ganze Ding. Ne? Und das ist eben... Also Genetik ist gut und richtig und wichtig und auch so der Körperbau, aber du brauchst eben Technik, du brauchst Erfahrung, Geschwindigkeit, das ist alles viel, viel wichtiger als wirklich nur ein dicker Arm. Der Laie, wenn wir jetzt gucken, wir würden ja einfach davon ausgehen, dass Armwrestling einfach nur eine Kraftsache ist. Ja. Der Stärkste gewinnt. Wie viel ist Kraft, wie viel ist Technik, wie viel ist... Es sagt wahrscheinlich jeder anders, aber ich würde sagen, dass so 30% sind so Kraft und so die Basis dafür, die brauchst du schon, aber du hast halt für jedes, es gibt so verschiedene Grundtechniken, dann kann man die miteinander kombinieren und du kannst halt auch für jeden Gegner dir die passende Technik raussuchen und du musst immer schon einen Matchplan im Kopf haben. Okay. So, wenn du kleiner bist und kürzere Hebel hast, die sind natürlich immer sehr hakenlastig, die machen immer viel... hier so viel im Handgelenk, ich bin so der Top-Bowler, weil ich sehr groß bin für meine Gewichtsklasse, drehe sozusagen dann die Hand auf des Gegners, ja, also es gibt verschiedenste Techniken, Geschwindigkeit ist unglaublich wichtig, aber das ist Kraft. Wie bei dir, bei deinem Sport, der macht ja diese portugiesische Jiu-Jitsu oder wie das heißt. Portugiesisch. Portugiesisch. ja, und da hast du ja auch, das ist ja so ein bisschen wie Kampfsport eben mit den Händen. Ja. Genau. Wie ist es so mit den Blicken?
Ja, das. Guck, du stehst vor denen und guckst sie an, denkst du auch so, du kleiner Pisser. Ja, Trash Talk. Also Trash Talk. Also Trash Talk weniger, aber du merkst natürlich, da geht ja jeder einen anderen Weg. Halt, ist so ein bisschen so wie Steer Out beim Boxen und so. Ja. Also du versuchst natürlich, der Kampf geht schon vor los, bevor du überhaupt an Tisch gehst. Also du fängst schon an. Gibt es natürlich auch verschiedene Charaktere. Manche gucken dir direkt in die Augen, manche schlagen da auf den Tisch und wirbeln mit Magnesium rum. Ja, andere sind da ganz cool. Da geht aber schon so das ganze Mindgames gehen los. Dich. Ja, aber ich wäre so, guck mal, der Devin, das ist der Kanadier, ist der, ne? Richtig. Das ist so der größte Star in dem Sport, der macht ja auch nur Trash-Talk. Der labert ja zwischendurch und der macht ja so richtig ekelhafte Sachen. Der guckt die so an und sagt, ich werde dich jetzt schlagen und du wirst dein Leben lang daran denken. Boom. So, das ist schon so fresh. Wenn es funktioniert, ist gut. Ja, aber natürlich. Stell dir vor, ich werde dich daran schlagen, du wirst dein Leben lang daran denken. Aber wie viel macht die Technik aus? Könnte jetzt, sagen wir mal, ein Armwrestling-Champion in meiner Gewichtsklasse, der 65 wiegt, kann er einen 100-Kilo-Bodybuilder, der aber nie Armwrestling gemacht hat, kann der ihn besiegen oder ist dann der Kraftunterschied zu groß? Der hat nicht mal Probleme, den zu schlagen. Echt? Die vernichten die. Das sind professionelle Armwrestler, die werden ja wahrscheinlich jeden Strongman kaputt spielen. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich hätte gedacht, wenn man einen Strongman holt, weil der Kraftunterschied zu groß ist. Also das ist wirklich so, also muss natürlich auch ein gewisses Niveau da sein, aber ich sag mal, meine Bros, die zerlegen die komplett. Also ich habe jetzt ja auch schon ein bisschen mit ein paar so Strongmen und so zusammen trainiert. Also wenn die das noch nicht können, die haben zwar eine gute Grundkraft und wenn du denen was beibringst, können die das auch gut umsetzen. Ja, also Bodybuilder, Gewichtheber und sowas. Mhm. Aber am Anfang, der. Also ist Technik. Krass, ne? Voll faszinierend. Ja. Weil man denkt halt einfach, es ist Druckkraft. Aber wie du gesagt hast, du meinst ja, Armdrücken ist eher so Kneipe. Wenn man das in der Kneipe oder in der Schule damals gemacht hat, wir haben ja einfach nur mit Kraft gedrückt. Ja, genau. Da ist ja gar keine Technik, da drückt einfach der Stärkere gewinnt. Genau. Aber es ist ja zum Beispiel, wenn du jetzt Jiu-Jitsu jemanden da hinstellst, und der ist Boxer und der kennt nur Jiu-Jitsu, macht der Jiu-Jitsu, es ist ja genau das Gleiche. Es ist ja in jedem, das ist ja alles so spezifisch, und du weißt ja auch genau, du merkst ja, in welche Position du auch Leute bringen kannst, um die zu schlagen. Das merkst du halt schon am Body von deinem Gegner. Bei Sylvester Stallone's Over the Top. Ja. Würdest du sagen, das ist eine realistische Darstellung des Armwrestling-Sports oder ist das natürlich sehr Hollywood-mäßig? Ich würde sagen, dann ist Rocky dann ist Rocky eine realistische Darstellung des Boxsports. Ach, scheiße. Hast du komplett reingegangen. Also ich Over the Top, ein Wrestling Armwrestling-Film, ja. Also ein paar. Du die ganze Zeit zeigen? Ja, weißt du, wie geil der Film ist? Der ist so mega. Langweilig. Vertrau mir, mega. Nein, dein Herz, glaub mir. Vertrau mir einfach. Hinterher hast du eine Träne, bist einfach nur glücklich. Ja, du weinst. Schön, dass du Leon mit Armwrestling. Ja. Wo ich dir gesagt habe, lass mal einen schönen Liebesfilm gucken. Das ist ein Liebesfilm. Das ist kein Liebesfilm. Es geht um die Liebe zum Armwrestling und zu seinem Sohn. Das ist ein Familienfilm. Ja, genau. Okay, das ist ja natürlich Hollywood, alles muss ja natürlich überspitzt dargestellt werden. Aber die Armwrestling-Fights, sind die wenigstens real oder ist das auch Quatsch? Also der ganze Film wurde ja im Rahmen einer Armwrestling-Weltmeisterschaft gedreht. Das war 1988, meine ich. Und so kam halt auch der Sport nach Deutschland. Also die haben dann damals in Europa ganz viele so nationale Championships halt aufgezogen. Und alle, die da gewonnen haben, durften dann eben sich für Las Vegas qualifizieren. Und dann in diesem Rahmen haben die diesen Film gedreht im Rahmen der Weltmeisterschaft. Okay. Und viele, also ich glaube, ganz am Anfang bricht sich jemand den Arm. Das sieht relativ fies aus. Und das war, glaube ich, sogar ein Deutscher tatsächlich damals. Da sind viele reale Kämpfe mit drin. Und zum Beispiel Rick Zumwalt, der Bull Hurley, der war tatsächlich auch wirklich auch ein Armwrestler. Oder hier der das Petrol säuft, der das Benzin trinkt, der ist auch ein Armwrestler. Bear. Okay. Genau, Bear Grylls. Ja. Authentische Leute. Also die und dann der Berater war ja auch dieser eine Champion. John Brzeng, der ihm noch auf die Brust. Und der hat damals auch tatsächlich den Truck gewonnen. Also der hat wirklich damals den Truck gewonnen, dann 1988. Das war auch der Preis. Viele Sportarten in Deutschland leben ja von Sponsoren. Mhm. Ne? Beim Boxen ist es ja ein bisschen schwieriger geworden, ne? Seit die ganzen Fernsehdeals und so nicht mehr so gut laufen. Was ist bei euch? Wie sieht es da im Sport aus? Wie kann man sich vorstellen? Gibt es da Sponsoren? Wie verdient man da Geld? Okay, also grundsätzlich ist es so, dass wir vom Deutschen Sportbund oder irgendwas anderem gar keine Förderung bekommen. Also 0 Euro, gar nichts. Schweine. Ja. Ja. Und dann ist es so, dass wir sogar meistens noch, danke Deutschland. Ja. Einfach die, wie das
Und dann ist es so, dass wir selbst so für unsere ganzen Turniere die Reisekosten selbst tragen müssen. Also es gibt so Startgebühren, Hotelgebühren. Also es gibt jetzt auch nicht so, dass du irgendwie so da diese ganzen Wettkämpfe bezahlt bekommst. Das wäre halt schon ganz cool. Das gibt es leider auch nicht. Ich krieg von meinem Club VfL Würzburg, danke VfL Würzburg, ole ole. Danke an euch, ihr seid Kings. Ja. Volle Lotte. Da gibt es so ein bisschen Cash, wenn du so auf eine WM-EM fährst und den Rest musst du dir halt einfach selber über Sponsoren suchen. Ich habe ein paar coole Sponsoren, die unterstützen mich, aber ich habe halt auch einen ganz normalen 9-to-5-Job. Also ich mache alles dann wirklich nach Feierabend, mein ganzes Training und so, das ist schon echt, gerade wenn es auf so ein großes Ding geht und ich will ja nächstes Jahr meinen WM-Titel verteidigen, das ist dann echt so eine Phase, da hat meine Frau nicht viel von mir, da bin ich dann entweder arbeiten oder dann im Gym. Ja, ja, das ist die Sache, in Deutschland wird ja kaum was für Kultur gefördert und für den Sport, weil dann ist ja lieber bei der Baerbock für 120.000 Euro im Jahr der Friseur. Eine Make-up-Artist. Der Friseur, ja, sagt er doch. Ja, Make-up-Artist und Friseur. Das wird natürlich von den Steuergeldern bezahlt, aber Leute, die ein bisschen mal Kultur und Sport wieder mal ins deutsche ins Heimatland wiederbringen und mal international erfolgreich werden. Und da wird gar nichts gefördert, ja. Ja, ist halt echt schade. Also ich verstehe das jetzt auch. Also wir können uns ja nicht mit Fußballern vergleichen, weil da gucken halt auch 30.000 Leute zu oder vielleicht noch mehr. Ist ja auch alles okay. Und, aber es muss ja nicht jeder Sport wie Fußball. Nee. Weil wenn Fußball der Maßstab ist, dann brauchen wir gar keinen Sport mehr. Dann brauchen wir gar keinen Sport mehr machen. Aber es wäre halt schon so mega cool, so wie beim Schwimmen oder beim Biathlon, dass du zumindest deine Saison bezahlt bekommst. Weißt du, dass ich jetzt nicht, wir hätten jetzt WM hatten wir jetzt in Malaysia zum Beispiel halt, ne? Also wenn du schon die Reisekosten nicht mehr selber tragen müsstest, das wäre echt schon mega. Das heißt, du reist nach Malaysia und zahlst alles selber? Genau. Das heißt, du machst es wirklich nur, auch wenn es jetzt abgedroschen klingt, für die Ehre, für diesen Titel. Naja, ich mach's eben. Zu sagen, ich bin der Beste. Genau, ja. Competition-Gedanke. Ja, Wettkampfgedanke. Ich hab's ja auch angefangen, weil ich es halt gerne mache, weil ich den Sport halt liebe. Ja. Und du hörst jetzt auf einmal nicht auf, weil es kein, also selbst die Fußballer, die viel Kohle verdienen, die haben ja angefangen, Fußball zu spielen, weil sie Fußball geil finden. Genau. Und nicht, weil sie Millionäre werden wollen. Ja, genau, das genau, ist ja genau. Bei jedem Sport so. Und so mache ich es halt auch. Aber es wäre halt cool. Und deswegen, also du musst halt echt viel tun. Also durch meine Statur und mir geht's ja noch ganz gut halt. Aber du musst halt ganz schön viel rödeln, um wirklich da ein paar Companies für dich zu begeistern. Social Media. Wie ist es in Amerika? Auch nicht anders. Also selbst Amerika, da gibt es zwar mehr Preisgeldturniere, aber du musst ja auch dieses Preisgeldturnier erstmal gewinnen. Und das gewinnt ja nur einer. Also selbst wenn da einer $500 gewinnt, der muss ja auch irgendwie, dann gewinnen halt 9 andere nicht. Und die müssen trotzdem alle irgendwie dahin fahren, dahin fliegen, Hotel, haben die auch alles die Kosten. Also die kriegen jetzt auch nichts von ihrem, krass, ne? Von ihrem Land. Also aber wenn jetzt diese ganzen Stars, die den Sport jetzt vor allem in der Social-Media-Zeit groß gemacht haben, Devin, ja. Und dieser Russe, gegen den er jetzt kämpft. Ziplenkov, genau. Ja, genau. Dennis, weil ich sehe ja, die haben ja auf Social-Media Millionen, 100.000 Follower, die machen krasse Klicks. So wie ist das bei denen? Leben die vom Sport oder ist es eher die Aufmerksamkeit, die durch Social Media generieren? Also grundsätzlich so, es gibt halt auch ein paar Nationen, so gerade Kasachstan und Russland, Türkei, die sind halt wirklich Nationen, wie die auch mal ein bisschen was springen lassen an Kohle. Aber das ist, ich glaube so, das ist häufig auch so, dass denen einfach so Jobs beim Staat bekommen darüber und dann dafür freigestellt werden, was auch cool ist. Und bei diesen großen jetzt Devin oder Ziplenkov, die werden eben für solche Matches halt auch bezahlt. Das ist relativ unterschiedlich. Aber ich denke mal, die werden dann halt auch durch ihre Popularität halt einfach ein bisschen was bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wenn die irgendwelche Kooperationen haben und sowas. Aber es gibt, glaube ich, wenig Armwrestler, die wirklich nur vom Armwrestling leben könnten. Also es Aber so Leute wie, ich sehe ja durch die Aufmerksamkeit, wie Devin und jetzt der Russ, die kämpfen jetzt gegeneinander. Genau, am 11.11. ja, richtig. Aber da ist ja so eine Aufmerksamkeit, Tickets werden ja verkauft, Halle. Ja. Durch solche Veranstaltungen wird ja die Popularität des Sports, das kann ja wachsen. Weil ich würde sagen, Devin ist jetzt wie beim MMA Conor oder so, der den Sport weil der Trash Talk, der ist so ein cooler Typ, der ist ein cooler der ist Kanadier, aber du weißt, was ich meine. Ja, klar. Der hat halt dieses nordamerikanische. Man sieht ihn halt gern. Also ist ein cooler Typ, sympathischer Typ und echt auch ein super Botschafter für diesen Sport halt, ohne Zweifel, ja. Ja, also das Ding ist halt, die werden dadurch schon coole Kohle kriegen und auch unsere Popularität steigt dadurch. Aber das geht, glaube ich, nicht in so eine Richtung, dass ich auf einmal bloß noch Armwrestling machen werde halt, ne? Also du hast dann schon mal ein paar Matches, wo man ein bisschen was bekommst halt dafür, ne? Oder vielleicht auch ein bisschen, aber da sind wir weit davon entfernt, sag ich mal, dass ich nur noch Armwrestler bin halt, ne? Also ich finde ja auch, also ich habe jetzt auch angefangen, den Sport mehr zu verfolgen und es macht Spaß, das zu gucken und vor allem, weil es simpel ist. Jetzt habe ich gesagt, jeder kann das verfolgen, das sind keine komplizierten Ringe. Bam, bam, wer gewinnt?
So, und wenn da geile Charaktere sind, die sind ja manchmal total verrückt, die Leute. Und wie du gesagt hast, einer kommt rein, haut hier drauf, gibt sich selber Ohrfeigen, so um den anderen. Und dann kämpfen die gegen. Das ist simpel zu verfolgen. Und ich glaube, wenn man das den Leuten näher bringt, dann wird man das gucken. So. Ja, also ich denke halt so, wir können da jetzt ja nicht mithalten mit, wie gesagt, Fußball oder Basketball, ja, aber ey, Dart hat vor 10 Jahren auch noch keine Sau geguckt. Ne? Solche Sachen. Ja, aber Dart macht jetzt so Hallen voll, ne? Ja, ja. Aber wie gerade sagtest, das ist halt wie Gladiatorentum, weil du hast ja keine Entschuldigung. Du siehst am Ende, irgendwer wird gewinnen und irgendwer wird verlieren. Ja. Das ist nicht so, dass du sagst, oh, na, da müssen wir vielleicht auch nochmal gucken. Ja, und es gibt verschiedene, mal, genau. Hast du mal überlegt, zu dieser Slap-Competition zu gehen? Ich bin noch Hänsel. Ja, das habe ich schon ein paar, schon viele Fragen jetzt bekommen, aber Alter, wenn du siehst, wenn die da sich ja in Ohr zerdeppern, also ich. Das ist kein Sport, das ist einfach so ein Toughman-Contest, das ist so voll hängen geblieben. Das ist gerade. Das ist super ungesund. Das hat auch nichts mit Skill zu tun. Der als erstes zuschlägt, ist eh meistens der, der am längeren Hebel sitzt. Nee, ich mag mein Gesicht. Sehr gut. Du bist ja auf Social Media und du bist ja so bekannt. Ja, also du hast ja so eine gewisse Reichweite. Erzähl mal von dem Video, was du mir gerade erzählt hast. Ach so, ja, das Video, das hat so in letzter Zeit nochmal richtig Reichweite bekommen halt, ne? Es gibt so eine, ich war auf so einem Griffkraftwettkampf, ne? Das gibt's, also wenn du sagst, Nische ist Armresting, Griffkraftwettkämpfe sind Nische. Also, was gibt's noch? Weiß ich auch nicht. Gibt's ja auch so Pappbecher drehen. Nein, so. Keine Ahnung, ja. Benzin kann es schnell auffüllen. Und da gibt's so solche Hantel und das war irgendwie so ein Zirkusding. Die sind wohl damals irgendwie im Mittelalter mit diesem Ding rumgefahren. Wer diese Hantel hochgehoben hat, konnte die eben im Gold sich aufwiegen lassen. Und das Ding ist, die wiegt 78 Kilo. Das ist die Thomas Inch Dumble. Die hat aber so einen dicken Griff. Und das Schwierige ist halt, die hochzuheben, weil die so einen dicken Griff hat. Genau, weil du nicht richtig rumgreifst. Ja, weil du nicht richtig rumgreifst. Und es gibt auch irgendwie nur, keine Ahnung, in Deutschland auch nur 15 Leute oder so, die das Ding halt hochgehoben haben. Aber es gibt einen Hellboy. Und jetzt gibt es 16. Ja, genau. Ja, und da habe ich das Ding halt gehoben mit meinen, also das Ding ist ja schwerer als ich und das hat dann nochmal richtig Fame bekommen. Hat jetzt, glaube ich, 45 Millionen Klicks oder so. Also, aber keine Ahnung warum. Also das ist auf einmal. Ja, du bist Watch Your Hair, Boy. Du bist Watch Your Hair, Boy. steck schon an. Ja, hast du das dann in Gold bekommen? Nee, dann würde ich hier nicht mehr sitzen. Ja, ach so, wir sind also nur so für dich da. Dann würde ich mit meinem goldenen Lambo in den Sonnenuntergang fahren. Ja, jetzt. Geil. Ja. Okay, aber was hast du bekommen dafür, dass du gewonnen hast? Ja, das Video halt. Nee, das war ja nur von Freunden halt so ein Wettkampf halt. Ne? Ja, und okay. Dann habe ich da mal ein bisschen mitgemacht. Matti, wie alt bist du eigentlich? 36. 36? Mhm. Krass. Ja. Du bist immer noch älter, weil jeder Gast, der hier war. Ja. Der ist ja richtig alt. Ja. Du? Ich bin älter als die Zeit. Oh Gott, kennst du den Highlander? Kann nur einen geben. McCloud? Ich bin vom McCloud-Clan. Sieht gar nicht so schottisch aus. Ja. Ja, ich bin so eine neue Art Schotte. Ja. Willkommen bei die Schotten. Ja, die Schotten. Mit so Rücken, so auf dem Bild. Das war geil. Aber es sitzt immer nur einer und einer ohne Kopf da. Genau, der Highlander, weil ich alle erledigen muss. Das Halloween-Special müssen wir mal auf die Schotten. Ja. Kannst du einen Elefant K.O. schlagen mit dem rechten Arm? Der Elefant ist eine Frage. Gleich kommt Peter noch um die Ecke. Ich glaube, der Elefant hätte was dagegen. Ich will irgendwelche Röhrenfahrer umfahren. Aber schön, dass du mir vorher sagst, ja, wir haben manchmal so 4 Stunden Podcast, wenn wir richtig viele Fragen haben. Kannst du einen Elefant, gehst du gern schwimmen? Elefant, aber könntest du? Die Frage ist irgendwie doch interessant. Ja, siehst du? Ja, weil er diesen Superarm hat. Ja, kannst du Laser daraus schießen? Kannst du unter Wasser atmen? Ja, ja. Was hat das denn mit dem Arm zu tun? Ja, keine Ahnung, ich bin hier gerade so in der Bubble drin. Ja. Der Armfrage machen. Ja. Ich war mal in den Staaten und da bei so einer Sendung, die Stanley Superhumans. Ja, das war so, also da hat Stanley auch meinen Namen gesagt, fand ich mega cool. Und das ging so um so Superhelden des Alltags und ich musste da am Anfang gegen so einen dicken Footballer drücken und dann haben die noch so einen Roboterarm konstruiert. Und ich musste dann gegen den drücken und in der ersten Runde reißt der Roboterarm tatsächlich raus, also direkt rausgerissen und die so, boah, geil, das ist ja so cool, das brauchen wir, haben wir das auf Video, bitte sag, wir haben das auf Video, ja, wir haben das auf Video, das müssen wir dringend verwenden, ja, und dann haben wir so diese Runden gemacht und dann haben die mir am Ende noch diesen Roboterarm signiert
und ich durfte ihn halt mitnehmen, so als Trophäe und als Andenken. Und es ist aber sehr schwierig, durch irgendwelche Handgepäckkontrollen zu gehen. Beim Flughafen. Was ist das hier? Das ist ein roter Arm. Hä, warum? Nein, den habe ich für Stan Lee beim Armwrestling rausgerissen. Mitkommen. Also, einfach so der Terminator-Arm. Sah das aus wie so ein Terminator-Arm? War so ein bisschen so, wie so ein Stormtrooper-Arm sah das so ein bisschen aus. Auch, oh, so, auch so weiß und so schwarz, ja. Und genau, und da war ich im Hotel und bin zur Rezeption hin. Und ja, ich bin hier für Stanley Superhumans. Oh, was ist denn deine Superkraft? Und ich hab die angeguckt, ich kann fliegen. Mhm. Und die so, ich so, ja, ich kann doch nicht fliegen. Das hättest du wahrscheinlich schon auch mal gehört, wenn er fliegen kann. Weiß man nicht. Ja, aber, vielleicht gibt es so einen Gendefekt, dass du fliegen kannst. Aber ohne Hilfsmittel, ich glaube, das wäre irgendwo in den Medien gewesen. 100%. Ja, das war cool. Hättest du Free Willy rüberfragen können? Ja, das ist eine gute Frage. Den war halt so rüber. Ja. Ja, aber guck mal, der springt doch einmal so mit Ding und der hält den so. Aber du hättest dann nicht so gestreichelt, sondern du hättest ihn so festgehalten. Genau, Free Willy. Und zerquetscht, dass der so stirbt und so platzt und Blut rausspritzt. Was war ja ein Killer, weil. Ja, so ein Killer. Killerhelm. Ja, der wurde nur so süß dargestellt. Ja, genau. Free Willy. Aber uns kannst du nicht täuschen. Hellboy Rescue. Ja, aber die Deutschen kannst du nicht täuschen, Killer, weil wir wissen, wer du bist. Mach nicht diese. Ja, mach nicht diese Faxe, ja. Wir schauen hinter diese Fassade. Du bist gar nicht so süß. Ja. Du bist Mörder. Weil du mit Will You Be There so rumschwimmst von Michael. Wir wissen, was du letzten Sommer getan hast. Ja. Kannst du einen Apfel so zerdrücken? Ja, das kann ich ja sagen, ja. Ich kann auch ein Ei so zerdrücken mit zwei Fingern. So? Jo. Ja. Niemals. Wohl. Das geht gar nicht. Hol mal doch ein Ei. Nein, dann sauen wir das ganze Studio ein. Geht's auch mit zwei Fingern so? Geht auch mit. Waren, glaube ich, zwei Fingern. Du hast gerade mit drei gemacht. Ja, du musst ein bisschen stabilisieren, weil sonst rutscht es weg. Ja, ich dachte schon mal, mit drei wär's ja. Mit drei ist ja voll billig. Ja. alles auf Hellboy Armwrestling auf Instagram zu sehen, tatsächlich. War, ist ein Video drauf. Geil. Ich finde das voll faszinierend, dass du. Was für Schuhgröße hast du? 6, 47. Wie 47? 47. Das ist ja ein Boot, kannst du ja Flüchtlinge über das Mittelmeer bringen. Zweitjob. Das ist geil. Aber guck mal, 47. Ja, das ist echt schon. Ja, sonst kippe ich um. Ja, Wie groß bist du? 1,85. Davon träumen wir, ne? Ja, davon träumen wir. Ja, ihr seid nicht so groß, nee. Ach nee, echt? Im Fernsehen sah er größer aus. Ja, das ist die Kameraeinstellung. Es ist viel mit Weitwinkel, wird hier gearbeitet. Die Hobbit Gang. Krass. Ja. Er ist ein bisschen kleiner als ich. Ich bin 1,78. Er ist 1,73. Das Geile ist, er versucht immer dieses Image zu bewahren, dass er so viel größer ist als ich. Und voll oft, wenn Leute uns so sehen, weil sie sagen, man sieht fast gar keinen Unterschied. Doch, wenn du 1,78 bist, bin ich 2,04 Meter. Ja, ich bin mir sicher sogar, dass du unter 1,70 bist. Nein. Doch. Wir können messen. Ja, wir können messen. Ja, du bist doch eh immer anders. Du bist unter 1, ich denke, du bist so 1,69. Und ich bin 1,65. Du bist nicht 1,65. Doch. Mhm. Doch, wie? Du bist 1,63. Nein, ich bin 1,65. Hört auf zu streiten, also wie zu Hause. Ja, genau. Wir streiten so. Ich finde, ich überlege, dass wir irgendwann mal so ein Armwrestling-Match ich gegen Schein machen. Ja, so, gut. Und der Sieger hat dann mehr Vorteile hier im Podcast. Weil ich weiß, dass ich ihn eventuell besiege und dann kann ich mich mal fühlen wie er. Natürlich wirst du gewinnen. Weißt du, wie schwer es ist, mit einer Tüte und einem Arm durchs Mittelmeer zu schwimmen? Ja. Wie man hier von Tunesien nach Frankreich. Ich hab so Kraft auf. Ich würde mich dann im Kreis drehen. Ja. Wegen der Arschschirm. Oh Mann, das ist geil. Warum hast du dich Hellboy genannt und nicht Popeye? Weil Popeye tatsächlich jeder zweite Armwrestler ist. Also das ist so ein richtiger Common-Nickname so für Armwrestler ist immer Popeye. Halt ganz, ganz viele. Und ich war damals bei Eurosport, die wollten das auch so ein bisschen so wie American Wrestling aufziehen und da braucht jeder halt einen Nickname. Und dann ging das gerade so los und Hellboy hat ja diese Hand of Doom, die starke, ne? Und ich habe gesagt, dann bin ich halt der Hellboy, passt ja ganz gut. Hast du die Hellboy-Filme geguckt? Natürlich. Wie findest du die? Ich finde den ersten und zweiten, finde ich ziemlich cool, den ersten finde ich cool und der dritte, ich liebe das halt, ne? Das ist das Problem, ich kann da auch nicht richtig objektiv raufgucken, aber beim dritten wäre mehr drin gewesen halt. Ne? Also ich finde eins und zwei sind so definitiv klassisch und beide brutal. Ich finde der zweite sieht halt mega aus, weil du siehst halt, dass das nicht CGI ist, sondern alles mit
Puppen und Masken und so. Das finde ich ja halt mega gut halt. Ne? Ich finde es schade, dass es keinen richtigen dritten gab. Das ist ja dieser Reboot, ja, dieser dritte. Genau. Und der war leider... Ja, also ich mag den Haber, heißt der, glaube ich, der Bursche. Den finde ich ziemlich cool, so von der Sache her. Ja. Erwachsene Männer. Beide erwachsene. Hellboy praktisch Puppen. Ja, aber, also, ich hab, weil du sagst, Puppen, ich kaufe jeden Hellboy, den ich irgendwo sehe. Also geil. Ich finde, das ist eine geile Figur. So Funko Pop hast du halt nicht so oft, ja. Und dadurch, so Funko Pop Figur habe ich eine. Und ich habe so in Malaysia auch so einen, weiß nicht, 50 Zentimeter, so einen Hellboy mitgebracht. Wie warst du in Malaysia? Diesmal war ich war 2015 schon mal in Malaysia zur WM. Diesmal konnte ich da nicht fahren, weil ich mich am Auge verletzt hatte. Ja. Und dadurch. Brauchst du doch nicht beim Wettkampf. Aber. Gibt es blinde Armwrestler? Gibt es Stevie Wonder des Armwrestlings? Es gibt tatsächlich Armwrestling-Gewichtsklassen, gibt es ja. Es gibt ja Altersklassen, es gibt Geschlechtsklassen, es gibt natürlich auch für Leute mit körperlichen Beeinträchtigungen, auch für Blinde tatsächlich. Ja, ja, aber ich, I just call to say I love you. I pull you. Yeah, pull you. Okay. Da gibt's auch, genau, da ich den Hellboy mitgebracht, ja. Und jetzt stehen die so bei mir wie so Artefakte halt. Und warum ist das in Malaysia immer, dieser Championship? Die sind immer in Malaysia. Das war jetzt 2015, war es damals, und jetzt ist es ja 2023 und nächstes Jahr ist WM in Griechenland zum Beispiel. Also was ging ab so in Malaysia? Wie ist das Land? Malaysia ist ziemlich, ja, wir hatten damals eben so eine Asien-Rundreise gemacht, halt Singapur, Malaysia. Ich finde Malaysia ganz geil so an sich, weil es noch nicht so bekannt ist wie Vietnam und Thailand halt. Yeah. Ne? Also hat auch ganz geile Strände. Kuala Lumpur war halt auch mega. Also ich mag so grundsätzlich Südostasien ziemlich halt. Also okay. Kann ich hast du da Angelina Jolie gesehen und die versucht so wieder Kinder zu adoptieren? Da war so eine Frau. die hat sich so Kindern hinterher gelaufen. Ja. Ich habe mich schon gedacht, was macht so, die da? Die sind so weggerannt vor der. Nicht schon wieder. Los, nein, wir wollen nicht los, mit. Doch, ich adoptiere euch. Das Gute von Image. Wir wollen hier bleiben. Wir wollen nicht mehr. Es ist doch schon alles voll. Ja, ja. Ja. Das ist geil. Ich hab doch so eine Frau gesehen. Ja, ja. Wie ist das Essen in Malaysia? Gibt so Food Market, so tatsächlich mit solchen Froschschenkeln. Also kannst auch alles essen, was da rumkreucht und fleucht. Also es ist richtig so Skorpione und so ein Kram. Ich glaube, so Südostasien ist auch so ein bisschen irre, so was das Food angeht. Also wirklich so. Die essen alles, ne? Die essen wirklich alles, ja. Boah. Außer Angelina Jolie. Wer weiß. Gibt es da so ein McDonald's oder so? Ja, klar, gab's okay, auch. Dann ist schon da. Aber wir waren auch so, also wir hatten echt schon alles. Also ich war auch Kasachstan zum Beispiel, ist ja auch nicht so gängig. Ne? Was ging da? Da war es kalt. Also es war richtig, das war echt so. Das war kalt. Aber so diese andere Kälte, dass man sagt, wow, was geht hier ab? Es ist so richtig fies, weil wir hatten, wir waren zuerst unten in Almaty am Altai-Gebirge und sind dann nochmal, also wir versuchen. Krass, dann Almaty hat dann statt. Aber wir versuchen halt auch immer bei den Sportwettkämpfen hinterher uns so ein bisschen was anzugucken. Wir sind dann nochmal nach Astana hochgeflogen. Das ist wie Dubai im Schnee. Das ist so krass. Also es ist wirklich wie Dubai im Schnee. Und du fährst da mal Taxi, indem du hältst da die Hand raus und suchst halt irgendwie ein Auto, was dich mitnimmst und verhandelst dann so ein bisschen Preis. Wir standen da so klappernd bei minus 25 Grad und dann kam ein Auto, hat angehalten und die so irgendwie, weiß nicht, da die Währung da, 300 Tengi und wir, ey, nee, viel zu viel. Und dann haben wir den runtergehandelt auf 250. Ja, die wollte also, ja eh natürlich. Wir saßen bei, verarschen lässt sich keiner gern. Ja. Okay, 250 da, Tengi. Ja, wie viel sind das? Na, erzähl ich dir jetzt. Und das Ding ist halt, dann saßen wir da im Auto zu dritt und waren froh, dass irgendwer gekommen ist und dann, ey, schön, dass wir jetzt gerade 12 Cent gespart haben. Wie viel ist denn 250? Also wir haben so, ich glaube, das war irgendwie so, wie war denn das? Wir sind so von 2 Euro auf den 1,86 Euro runterhalten. Krass, dass es dann Autos gibt. Nee, ich find's krass so, dass Deutsche, egal in welcher Wetterlage, trotzdem. Das war ein Auto, Alter. Es war ein Auto, es war minus 30 Grad, sonst wären wir tot gewesen. So, das finde ich geil. Ja. Egal wo man ist, ich habe All Inclusive gebucht. Ja, Schatz, hast du nicht trotzdem mal 20 Euro dabei? Nee, warum? Ist doch alles umsonst. Wobei. So, willst du nicht Trinkgeld geben? Für was? Die kriegen doch Lohn. In welchen Ländern warst du noch? Brasilien, Uruguay, Argentinien, in Südamerika, Nordamerika. Ja, du hast richtig gelebt. Ich habe nicht mal Osnabrück und Rüsselsheim gesehen. Ja, genau. Man sagt von wegen, Armwrestling, wir sind so, wir haben nichts gesehen. Uruguay ist aus Osnabrück von Südamerika. So schlimm, ja. Nee, und sonst, ich war auch in Japan im Fernsehen, das war ganz cool. Südkorea im Fernsehen, das war auch ganz geil. Boah, ja. Japan wollen wir unbedingt mal gehen. Ja, erzähl, warte mal, wir können ja nicht alles überspringen, lass uns so abarbeiten. Willst du jetzt alle Länder abarbeiten? Ja, klar, aber abarbeiten, wofür bist du hier?
Sieht man wirklich dann nur so Land und Kühe und so Schweine und so? Na, Argentinien, ich war in Buenos Aires und Uruguay, fährst du ja dann bloß über diesen River da rüber und bist dann schon in Uruguay. Es ist, also Uruguay ist wie Argentinien Junior so ein bisschen halt, ne? Also Buenos Aires. Aber ich finde, ich spreche auch ganz okay Spanisch und dadurch fand ich das eh ganz geil da. Also Argentinien hat mir richtig gut gefallen. Hast du ein argentinisches Steak gegessen? Ja, habe ich, ja. Wie war's? Als ob man einen Engel isst. Wie schmeckt dein Engel? Sehr gut. Hoffnungsvoll. Nee, war super geil. War richtig, richtig gut. Ich war kurz geschockt, wenn ich es auch sagen. Ja, aber es ist geil. Du hast gerade noch gesagt, ich soll mit meinem Schuh Flüchtlinge. Ja, aber da bist du jetzt geschockt. Ja, da, das hat andere. Ja, ja. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Das ist okay. Es ist eure Welt, ich lebe nur darin. Okay. Ja. Wie war es in Brasilien? Kriminell. Also wir sind sag das doch nicht, da kriegt er doch Angst. Ich will doch mit dem da hinfliegen. Nein, ich geh da nicht hin. Will du, dass du lebend wiederkommst. Also Brasilien war ein bisschen knackig halt. Ne? Also wir sind da wirklich dann nur so eine sechs. Wir sind ja auch alle kompakte und starke große Jungs. Aber wir sind dann da wirklich vor so einer Truppe von 15-Jährigen geflüchtet, die uns abstechen wollten. Ne? Über so eine sechsspurige Autobahn. Das war nicht ja, so cool. Ja, wo warst du da? Ja. Na, Rio. Ja, aber wo in Rio? Rio ist so eine Weltstadt. Ja, na, Rio ist ja nicht wahrscheinlich im kriminellen Part. Ja, siehst du, da gehen wir nicht rein. Nein, ja, das haben wir vorher auch gedacht. Dass das nicht der kriminelle Part war. Ja. Also, aber so an sich, also Rio war schon ganz geil, so Copacabana und so. Siehst du? Aber du musst halt echt, die haben uns. Cacha Candela. Ja. Lass ihn ausreden, weil ich bin schon sowieso abgeneigt, da nicht hinzugehen. Nee, es war schon, aber die haben halt damals gesagt, das war, ich glaube, 2013 und die haben gesagt, 10 Jahre. Und die haben gesagt, Alter, hätten wir nicht die Fußball-WM und Olympia bekommen, das war noch davor. Hättest du dich hier gar nicht als Europäer langtrauen können, die hat nicht dreimal abgestochen. Siehst du, das hat sich geändert? Hat sich geändert, ja. Aber WM und Olympia ist vorbei, vielleicht hat sich jetzt wieder geändert. Ja, genau. Und ich sehe nicht aus wie ein Europäer. Das stimmt. Trotzdem gehe ich da nicht hin. Das wird zu gefährlich. Aber dem ist doch nichts passiert, der ist sogar Champion geworden danach noch. Ja, das war gut für den, dass der da war. Das war aber kurz vor 12. Ja, war nicht so cool. Aber jetzt habe ich was zu erzählen. Wenn alles glatt gelaufen wäre, hätte ich nichts zu erzählen. Dann hast du nichts mehr zu erzählen, wenn du nicht da warst. Ja, dann lieber habe ich nichts zu erzählen, als mich von einem 15-jährigen Favela-Jungen abzustechen. Aber Rio war schon echt fett. Also waren da auch oben auf dem Zuckerhut und auf der Jesus-Statue. Das ist schon fett, wirklich. Das ist also echt beeindruckend. Na, ich frage in 10 Minuten nochmal. Nee, sag mal was anderes. Also, wie war Brasilien das Essen? Die haben auch so relativ so viel Fleischkram, so tatsächlich. Das war eigentlich ganz cool. Aber ist jetzt auch nicht besonders. Also, wir haben auch Drinks da an der Copacabana genommen. Das war schon cool, so vom ganzen Life da. Halt, ne? Das war schon echt, echt fett. Auch geiler Strand und so. Das war schon echt, echt fett. Also. Okay. Was ging in Japan ab? Big in Japan. Das ist ja Hellboy Japan, eine Musikfolge. Hellboy. Also Japan fand ich mega, mega fett. Also ich war damals in so einer Sendung. Da würde ich gerne hin. Da war auch das erste Mal, dass ich außerhalb von Europa war tatsächlich. Und habe dann da so die E-Mail bekommen und habe meine Mom damals angerufen, da war ich 19 oder so. Ne? Ich habe eine Anfrage vom Fernsehen und meine Mom schon, boah, cool. Ja, und weißt du, wo das ist? In Tokio. Und die sind ein bisschen besteuert oder was, ja. Und dann habe ich mit denen da noch einen Preis verhandelt und so, ja. Und dann habe ich am Ende gesagt, ich wäre auch umsonst gekommen, weil ich das so geil fand. Mhm. Und mich dahin gedüst. Und das war so eine Mischung aus Wetten, das und so, was bin ich? Also es war so, die mussten so ein bisschen raten, was ich mache und sowas. Das war schon ganz cool. Und dann war ich da in so einer Show, ich glaube, die hieß Unbelievable oder sowas und so, auch so mit Panel halt, also total bunt. Da ich gesagt, na, wie viele Leute gucken das denn? Na, 18 Millionen. Ich so, was? 18 Millionen? Und das ist so bei Ihnen so Nischensender wahrscheinlich. Nee, das war wirklich schon ein richtig fettes Programm. Und dann habe ich nochmal einen anderen Typ gesagt, ey, sag mal, jetzt mal ehrlich, gucken das wirklich 18 Millionen? Der guckt noch keine 18 Millionen, gucken 22 Millionen. Ich so, gut, wird immer besser. Ja. Ah, das war schon ganz, ganz fett, aber die Stadt halt auch so, also es war. Sind die nett? Ja, die sind nett und ein bisschen zurückgezogen. Aber das Ding ist halt auch, gut, ihr seid. Haben die vorher gewohnt? Aber, bitte? So, das war's dann für heute. Das kommt ja auf hohem Niveau. Ja. Kannst du nicht sagen. Ich verstehe jetzt, warum es nicht mehr so läuft. Kannst du nichts sagen, das war sehr gut. Und dann auch noch diese seriöse Pause, um auf eine Antwort zu hoffen. Ja, das war sehr stark. Ja, erzähl doch. Und dadurch, dass die alle nur ein Schwachmeter 60 sind, fühlt man sich auch relativ sicher da. Also, aha! Also die sind. Also, siehst du, die können dich nicht aus, aber die können alle Karate. Das ist mir dann hinterher auch so klar geworden. Halt. Aber das Gefährlichste war eigentlich so, ich bin da durchgeflitzt und dann auf einmal hat es geregnet und die haben alle die Regenschirme aufgespannt. Ich habe aber immer den Regenschirm auf Halshöhe gehabt, dass die mich fast geköpft hätten. Da. Die sind die echt alle klein? Die sind sehr klein, ja, tatsächlich. Ja, das ist unser Land, Japan.
Ey, lass mal hin. Ich mag die asiatische Kultur. Ja, ich auch. Aber nur das Essen mag er nicht. Nur das Essen nicht. Weißt du warum? Warum? Weil er hat das Gefühl, weil er gelb-orange ist, hat er das Gefühl, dass er sich selber isst. Nee, ich gucke ja manchmal so ab und zu mal so Foodblogger auf YouTube, ja. Und da habe ich gesehen, die waren letztens in Japan. Das sah geil was die da aus, was die da gegessen haben. Weil das sah aus wie ein normales Steak, ja. Die essen ja auch so normale Sachen. Nur ich mag... Also, Umkehrschluss, die essen keine normalen Sachen. Nein, ich mag, das muss ich auch mal erklären, weil ich liebe ja asiatische Kultur. Asiatische. Ich mag diesen Geruch nicht von diesem gewissen Öl, was da drin ist. Versteht ihr, was ich meine? Das ist aber bei China-Pfanne und Vietnam und so. Aber das ist krass, wirklich tatsächlich, weil ich war in Korea danach, ja, und du hast, ich glaube irgendwie, es war Soja oder... Soja war das eine Land und das andere Land hatte, und da schmeckte sogar die Cola irgendwie nach. Das ist ganz komisch, als ob das so in jedem Gericht... Weil das Geruch überall ist. Ja, ich weiß. Und wenn du reingehst, du riechst danach. Ja, ja. Und dieser Geruch turnt mich ab. Turn me on. Aber ich habe da auch zum ersten Mal Sushi gegessen und das ist halt nicht so so ein runtergeleveltes Sushi, sondern das ist wirklich so ein Hardcore-Sushi und wir sind dann da so an den Docks ran. Und die zu mir, willst du das, also ich hatte so einen Guide dabei, willst du das probieren? Ich so, ich probiere ja alles. Und dann war da so ein Tintenfisch, aber nicht so ein frittierter Ring, sondern so richtig rausgeschnitten, einen Zentimeter breit. Und ich nehme das in den Mund und beiße auf so einen Saugnapf raus. Ich so, geil. Das war, oh mein Gott. Das war Sushi, bring it to the next level. Ja. Warum habe ich keine A-Fantasie? Keine was? A-Fantasie. Ach so. A-Fantasie ist eine Krankheit, du kannst dir keine Bilder vorstellen, du siehst einfach nur schwarz. Wieder was gelernt. Again, ja. What learned. Hat nur 2% der deutschen Bevölkerung. Korea und Japan, das Essen war es ähnlich? Ja, wie ich das so einschätzen konnte, aber ich glaube, wenn du da voll aus dem Land selber stammst, kriegst du das vielleicht anders mit. Aber was für ein Schleimer der ist, Alter. Ja, da, pass auf, ich bin differenziert halt. Sei mal nicht immer so eingefahren. Willst du essen? Ja klar, ist doch so. Ich esse doch Tinten, hab ich doch schon Videos gemacht. Aber es gab auch Fett, in Japan waren wir nach dieser Sendung noch Kobe-Rind essen. Das war auch ziemlich krass. Kobe-Steak. Das war diese Kobe. Das war so mariniert so ein bisschen und der Laden sah voll aus wie bei Kill Bill, wo die dann am Anfang so abgeschlachtet werden. Ja, ich habe gestern Kill Bill geguckt. Ja, Kill Bill 1, wo die dann da alle am Ende, Brunnen. Sind da rein. Ich so, mal sehen, wie das hier ausgeht heute noch der Abend. Das wäre geil, wenn das wie bei Kill Bill ausgeht. Na, wenn du der Erste bist, der runden Niedergeschlechte bist, ist es nicht nein, so cool. Nein, du guckst und alle werden so abgeschlachtet, Kopf ab, Arm ab. Dann drehe ich mich weg und esse lieber weiter. Ja. Ich möchte damit nichts zu tun haben. Aber die sind höflich, ne? Ja, sind schon höflich. Und Korea? Korea war im März dann damals Seoul, das ich höre auch gerne Soul-Musik. Ja, und er ist mein Soulmate. Soul Brothers? Yeah. Check it out now. The fuck Soul Brothers. Ja, du warst in Seoul? Ja, war Seoul. Wie war denn R&B letzte Woche? War gut, wie war dein Funk? War ein Heavy Metal? Morgen Metal, ja. Morgen nach Metal, ja. Sind die Koreaner und Japaner, ähneln die sich? Ich fand die Koreaner halt, also ich bin da angekommen und habe gesagt, boah, die sind ja voll groß, die sind ja alle so groß wie ich. Dann waren das aber irgendwie so meine Guides, waren alle von so einer Modelschule. Ja. Und die waren dann alle halt über 1,80. Ne? Genau, das waren so die Ausnahmen, die 10 Stück. Ja, wirklich, die waren noch die größten da. Ja, aber ich habe da auch noch irgendwie so eine perversen, war ich so in so einer, auf so einem Fischmarkt und dann haben die so Pfannkuchen gemacht und dachte, na gut, erstmal mal ein paar Pfannkuchen. Dann habe ich die gegessen, dann war da Leber drin. Oh, und Leber. Pfannkuchen und Leber? Ja. So Leber mag ich. Pfannkuchen auch, aber nicht beides zusammen. Leber sind alte Leute essen. Ja, ich bin halt. Deswegen sage ich es ja. Und das war nicht so lecker. Aber die haben auch viel perverses Kram da tatsächlich. Also war cool, war echt nur. Aber die Koreaner und die Japaner, sind die so ähnlich? Die vom Typ? Ich glaube, die Koreaner sind so ein bisschen femininer, ne? Ja, also. Die sind so die Kölner von Asiens. Also wir haben schon Osnabrück ist Uruguay und Köln ist Japan. Südkorea ist das Köln von Asien. Ist das geil. Nee, aber dadurch, dass du bist ja in seiner Bubble drin und wirst da ja so ein bisschen auch mit der Hinteren gepudert, so ein bisschen, ja. Dadurch bist du halt relativ auch, du kommst ja vielleicht gar nicht so viel mit den Menschen so richtig, mit den Echten in Kontakt. Also war alles cool. Also Japan fand ich interessanter, muss ich halt echt sagen. Ja. War cooler schon halt. Da wir auch viel wollen da echt hin. Ja, macht mal. Sehr zu empfehlen. Okay. Was noch? Nehmen wir noch so ein paar interessante Länder. Ich finde das voll geil. Ja, Kasachstan habe ich ja gerade schon gesagt, Das war halt auch ziemlich cool, weil das echt so alles so super anders war und halt auch saukalt, also wirklich fies kalt, ja. Alle haben so Kanisterköpfe. Ja, alle so Kanisterköpfe tatsächlich, aber du hast halt auch ganz viele,
das ist ja so, da trifft ja Asien auf Europa so halt und da hast du halt ganz viele, die sehen wirklich so russisch aus und da hast du wirklich sehr viel asiatisch aussehen, ne? Aber es war halt echt... Ja, so Mongolen. Ja, ja, genau. Genauso von der Optik her. Was war noch cool an Ländern? Also so, also Japan, Kasachstan, das sind halt schon echt die interessantesten. Ja, halt so. Ja. Das ist wirklich so ein bisschen so. Europa habe ich mittlerweile auch schon fast alles durch. Überall? Also so Schweden ist jetzt nochmal 1. Dezember halt dran, da freue ich mich drauf. Ey, was ist denn am Schweden? Was arbeitest du, dass du dir so viel Reisen leistest? Ja. Ich bin im öffentlichen Dienst, bin so für Kitas verantwortlich tatsächlich. Das ist so ein relativ cooler Kontrast auch zum Armresting, bin ich so für die kleinen Burschen in so Kitas verantwortlich. Was heißt das? Du bist für die verantwortlich? Bist du Erzieher? Nee, ich bin, ich arbeite beim Landkreis und du hast so für Kitas, gibt es so eine Fachaufsicht und die guckt halt da drin, dass so die Bedingungen und dass das alles cool ist in den Kitas und funktioniert und das mache ich unter anderem halt, ne? Ja. Ah. Also so Kitas, Jugendclubs, alles was so Kinder- und Jugendförderung, Kinder- und Jugendarbeit ist, dafür bin ich im öffentlichen Dienst verantwortlich. Okay, darf ich dich dazu was fragen? Natürlich doch. Man hört ja jetzt hier im Landkreis ja sehr oft, ja, die Kitas, die haben mangelnde Fachkräfte, da kommt niemand hinterher, weil das nicht so gut bezahlt ist, da ist keine gute Bedingung, die sind überfüllt, die Aufsichtsaufpasser da sind zu wenig für die Kinder da. Ja, ja. Wie sieht's da aus? Also, Problem ist halt bei der ganzen Kita-Problematik, wenn du diese Ausbildung machst, ja, und du wirst Erzieher, die dauert erstmal 5 Jahre, also mega lang im Vergleich zu anderen, die eine 3-jährige oder 2-jährige Ausbildung machen, und die ist nicht bezahlt. Und dadurch hast du halt schon so einen riesen Nachteil, als wenn du zum Beispiel irgendwo am Band stehst oder irgendwie so einen coolen Lehrberuf machst, wo du was verdienst. Du machst 5 Jahre einen normalen Job? Du machst 5 Jahre die Ausbildung, ja, und dann... Kriegst kein Geld dafür. Also war sogar bis vor kurzem so, zumindest bei uns im Land, dass du sogar dafür noch bezahlen musstest, so Schulgeld zahlen musstest halt, ne? Und das ist ja klar, du findest ja dann erstmal nicht so viele Leute, die sich dafür halt, ja, dafür hergeben halt für das Ganze. Und diese 700 Millionen für das neue Kanzleramt? Ja, da sitzen ja keine Kinder drin, da kann ich nichts zu sagen. Ja. Was für ein... Drecks-Steuersystemen hier. Ja, das ist halt echt blöd. Also das ist echt total fies so in den ganzen. Also die armen Frauen, die unsere Kinder irgendwie jetzt mal sozusagen erziehen. Genau, ja, ja. Wenn 2 Leute arbeiten, weil sie arbeiten gehen müssen, weil sie gezwungen werden, weil die Kosten hier so hoch sind, ne? Und dann gibt's nicht, muss man so 5 Jahre einfach umsonst machen. Genau, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch im Land jetzt hier ist, im Bundesland, aber so ist das zumindest in meinem Bundesland so. Und dass da, also jetzt gibt's so ein paar Programme, aber es ist halt nicht automatisch so, dass du jetzt jeden Monat einen Tausi kriegst dafür halt, ne, wenn du diese Ausbildung halt machst. Und das ist halt natürlich echt schon ein Nachteil. Verstehe ich nicht, traurig. Ja, ich find's auch doof. Also das sollte also alles, was Deutschland kein Geld bringt, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Altersheime oder Altenheime, ne? Oder Kindergärten, die da wird nichts investiert, weil naja, da kommt ja kein Geld. Das Ding ist halt auch, da musst du ja für jeden Euro mehr halt auch echt kämpfen und das ist ja auch so das ist ja alles öffentlicher Dienst halt, ne? Und dann kommen ja immer so die Kritik halt, boah, jetzt da nochmal 10% mehr über 2 Jahre. Also da wird halt so dran gemeckert, aber wenn du am Band stehst und ein Auto zusammenschraubst, was? Nur 3.000 netto? Das muss doch mehr sein. Ne? Das ist halt. Komische, also weil wir gerade bei Schweden waren, da ist es halt irgendwie anders. Ich glaube, da sind diese sozialen Berufe halt anders angesehen. Mhm. Ah, okay, das heißt, da ist ein Unterschied, wie die vergütet werden. Weil ja, also ich kenne mich da jetzt nicht für, ich war jetzt auch nur fürs Armresting vorbereitet hier, muss ich sagen. Ja. Aber ich glaube, da hast du halt bei diesen ganzen sozialen Berufen, hast du halt in Skandinavien, die sind da anders angesehen und haben da, glaube ich, auch eine andere Wertschätzung beziehungsweise auch eine andere Vergütung. Ja, das finde ich aber auch gut. Ja, auch weil das muss so. Die Wertschätzung ist da. Du legst ja ganz viel den Grundstein so in der Kita und in der Grundschule halt für dein späteres Leben. Wenn du irgendwann in der Grundschule keinen Bock mehr hast auf Schule, kriegst du ihn auch nicht mehr in der 5. oder 7. zurück halt. Ne? Ja, das ist einfach so. Ja, was machst du jetzt genau in Schweden? In Schweden sind, das ist so eine nordeuropäische Meisterschaft und da ich ja nicht dieses Jahr zur WM konnte wegen dieser Verletzung, habe ich gedacht, na denn. Was für eine Verletzung hast du? So eine Augenverletzung war das so und dadurch kannst du dich halt nicht richtig, also hatte ich ja schon eingangs gesagt, du musst dich eben natürlich auf so eine WM 6 bis 8 Wochen vorbereiten und wenn du da irgendwie eine Verletzung hast und es ist ja immer so viel auch, gerade so Kraft- und Kampfsport, bist du auch so viel mit Druck, also Druck im Auge kannst du dann halt nicht so erzeugen und das ist dann halt, konnte ich mich halt nicht drauf vorbereiten, deswegen musste ich das leider absagen, die WM. Und deswegen greife ich jetzt zum 1. Dezember nochmal neu an, bin jetzt gerade wieder voll im Training und diese
nordeuropäische Meisterschaft, da treten halt auch unglaublich viel, also Schweden ist halt auch echt ein super geiles Armwrestling-Land. Da gibt es sehr viel gute Sportler halt, ne? Und da will ich mich dann nochmal messen und den Skandinavier ein bisschen in den Hintern treten. Okay, das ist also die nordeuropäische Meisterschaft. Richtig, ja. Genau, wie viele treten an, wie viele Gegner sind in einer Klasse, wie viele Fights musst du an dem Arm machen? Ja, also das ist grundsätzlich immer so, dass du so auf solchen größeren Turnieren hast, also WM ist halt echt viel. Ich glaube, damals in Malaysia hatte ich 40 Leute in meiner Klasse. Das war unglaublich viel. Das war unglaublich schwierig, ja. Und da, also du musst nicht gegen jeden drücken, du hast so ein bisschen so K.O.-System oder Double Elimination nennt sich das ganze Ding. Das bedeutet, wenn du einmal verlierst, bist du nicht gleich raus, sondern musst zweimal verlieren, um rauszufliegen halt, ne. Mhm. Und für so ein Ding, also für so eine großen Turniere musst du dann eben so 8-9 Kämpfe gewinnen, um das Ding am Ende halt auch zu gewinnen. Und das ist ziemlich... Es ist ziemlich hart halt, also gerade so. Die Kraft lässt ja auch nach. Zum Beispiel auch, wenn du in der ersten Runde schon so ein hartes Duell hast. Also die meisten Kämpfe sind wirklich nach, in der Regel so 90% der Kämpfe sind nach bis zu 10 Sekunden vorbei. Also relativ schnell, weil es ist auch eindeutig, wenn einer stärker ist. Aber sobald einer ungefähr genauso stark ist wie du, erwischt vielleicht noch einen besseren Start oder hat vielleicht noch mal eine bessere Technik, um dich zu kontern. Dann fängst du auf einmal an rumzukrepeln und so ein Match, wenn das richtig lang ist, bist du vielleicht sogar nach dem ersten Match schon kaputt. Du hast doch vielleicht noch 8. Das ist halt echt schwierig. Das ist aber das Geile, das ist dieser Reiz. Das das ist halt so. Also das Krasse ist halt auch, du kannst halt auch eine Klatsche kriegen, wenn du eben verpenst und zu langsam bist. Ja, also ich habe auch Leute schon gesehen, die waren bei der WM in Brasilien. Klack, klack, 2 verloren, 2 Sekunden am Tisch gestanden, danke, kannst du nach Hause fahren eigentlich. Ja, so ist es halt auch. Hingeflogen, alles. Hotel halt, alles ähnlich, ja, und dann war es das halt, das ist richtig. Oh, das halt, muss aber richtig zerstörend sein, so für der. Weil du hast eben nicht diese 90 Minuten oder 60 Minuten, die irgendwie so eine Partie in irgendeinem anderen Sport halt dauert, sondern du kannst halt alles verkacken innerhalb von 2 Sekunden. Wenn du, wenn diese Matches dann sind, diese mehreren, ich denke, es läuft viel parallel dann, ne? Genau, ja. Genau. Ist dann wie bei Over the Top und es läuft so Rockmusik? Ja, also ich habe so viele AC/DC-Songs, wie ich in meinem Leben gehört habe, das ist halt immer so relativ prädestiniert, aber schon geil. Das kommt doch richtig auf. Ja, das ist schon krass, das ist schon cool, ja. Also kommt immer so ein bisschen auch auf das Turnier an, ja, aber es ist, also normalerweise, wenn ich am Tisch stehe, ich höre gar nichts mehr. Ich höre bloß noch den Schiedsrichter, das ist total krass, weil man baut dann da irgendwie so einen Fokus auf und ich höre dann bloß noch den Schiedsrichter und du kriegst von außen gar nicht mehr so viel mit. Du bist dann da komplett im Fokus. Gehst du immer alleine oder nimmst du so eine Entourage mit? Ja, wir sind ja so eine Trainingsgruppe, da sind wir eigentlich auch immer dabei. Wir coachen uns auch so ein bisschen gegenseitig, weil gerade so ist halt auch viel so mit Position, wie so dein Gegner so das Bein hinstellt. Dann kannst du auch sagen, hey, das ist deine Tischseite unterm Tisch, da kannst du dir mal das Bein wegkicken oder weist mal den Schiedsrichter darauf hin. Kriegst auch mal so ein paar Hits und ein paar Tipps von deiner Entourage, die sagen, ey, der hat gerade so gedrückt, mach mal lieber das sieht so aus und so. Also die gucken auch so ein bisschen, wir coachen uns da ein bisschen gegenseitig und weisen auch uns auf Schwachpunkte hin halt, ne? Und machen so ein bisschen heiß und pushen uns so ein bisschen. Das ist schon cool, wenn man da nicht alleine fährt, genau. Also die Frau mal mit, oder? Frau kommt auch oft mit. Ja. Also meine Frau ist da auch echt gut mit dabei, die filmt da tapfer und fleißig mit für Social Media und ist der größte Fan. Das wollte ich, war meine nächste Frage. Begleitest du auch den ganzen Trip so als Vlogs? Ja, also das mache ich manchmal tatsächlich. Also gerade so von der WM letztes Jahr in Frankreich, da habe ich halt ein cooles, langes Video gemacht. Also auch, was wir so gegessen haben, da auch so ein bisschen reisemäßig halt. Da versuche ich so ein bisschen. Ich glaube, das könnte bei YouTube gut klappen, wenn du mal so Tag 1, Tag 2, Tag 3 bis zum Finale. Das gibt's auch. So kannst du dir auf Hellboy Armwrestling Entertainment angucken. Jawohl. Watch your hair, boy. And I know in the skin. Beim Armwrestling, was mich jetzt interessiert ist. Ja. Das ist ja immer an so einem Tisch. Genau. Und auf jeder Seite ist ein Griff. Genau, ja. Den Griff kann ich den permanent halten? Den musst du sogar permanent halten. Okay. Also du kriegst sonst es gibt so einen genormten Tisch, der ist 1,04 Meter hoch. Also egal, ob in Australien, in Kasachstan, in Deutschland, auf dem Mond, der ist immer gleich genormt, der sieht immer gleich aus. Ja, Mond-Championships. Universal Championships. Ja. Dann hast du immer dieses Pad, da stellst du deinen Ellbogen drauf und diesen Griff mit dem, mit der Hand, mit der du nicht drückst, hältst du dich daran fest. Ja. Machst du alles im Stehen, deswegen eben dieses Armresting, also Armringen, das bedeutet, du ringst ihn mit dem ganzen Körper. Genau. Dabei halt, ne? Und dann dein Einbein muss immer auf dem Boden bleiben, du musst immer den Griff berühren, du darfst halt mit dem Ellbogen nicht abheben, sonst kriegst du einen Ellbogenfoul, das ist dann so wie so eine gelbe Karte. Okay, beide Füße müssen immer auf dem Boden sein, Ein Fuß muss immer auf dem Boden sein. Aber keiner macht ja so. Ich weiß noch nicht, ob das einen Vorteil gibt, irgendwie Das ist ja kein Stand. Okay, das heißt, ich muss permanent diesen Griff halten, weil damals, wie du selber gesagt hast, als Kinder in der Schule, du hast ja keine Ahnung, da hat man ja immer so
eigene Regeln erstellt. Ey, du musst gerade sein. Ja, oder, du darfst oder andere Hand hinter den Kopf. Ja, du darfst dich festhalten. Ja, ja, so. Aber hier, man sieht ja, das ist ja teilweise ganz Körper, weil die halten sich ja teilweise an den Griffen fest und drücken mit dem ganzen Körper oder lehnen sich so ganz weit nach außen. Das heißt, dieser Radius, in dem ich mich bewegen kann, ist der irrelevant, nur Hauptsache der Ellbogen ist auf dem Pad. Also du hast beim Start hast du ja zwei Schiedsrichter, ja, ja, und die richten ja alles aus und die gucken halt auch, also vorm Startsignal, ready, go, dann geht's los, müssen die Handgelenke gerade sein, deine Schultern müssen parallel zum Tisch sein, ja, es ja, muss alles so gerade und 50-50 ausgerichtet sein, aber ich sag mal, nach dem Startsignal kannst du halt alles machen, kannst dich halt komplett bewegen, auch aus der negativen in die positive. Ja, weil ich sehe ja Leute, die genau, so. Das geht alles, ja. Lean back, du setzt halt den ganzen Körper hinten ein, deswegen dieses Armringen, Armwrestling halt, ne. Was bedeutet das, wenn ich, das sehe ich auch manchmal, dass die Hände so zusammengebunden werden? Manchmal. Ist das für Homosexuelle? Also jeder, der das gemacht hat, ist homosexuell. Ja, ich war Spaß. Bei ihr kleinen Homos. So, erzähl. So, und auf jeden Fall, das ist, wenn nämlich die Hände der Gegner auseinanderrutschen, dann gibt es eben sozusagen das dieses Strap-Match. Ist das hier die gelbe Karte? Oder ist das gleich das zweite? Ja. Aber wenn was Gutes machen, machen wir das? Wow, you can really dance. Und wenn ich was sage, und wenn er was sagt, dann kommt das. Distanziere mich ganz klar von dir. Okay, das heißt, wenn wenn die auseinanderrutschen, genau. Das heißt, der Schiedsrichter nach eigenem Ermessen? Nee, auseinanderrutschen ist auseinanderrutschen, es sei denn, einer will mit Absicht auseinanderrutschen. Es gibt halt auch so viele, gerade wenn du nicht so ein starkes Handgelenk hast und so, ja, also viel auch gerade so die Amis, die du gerade beschrieben hast, ja, die sind auch sehr häufig drauf, die haben mal Bock auf dieses Strap-Match. Ihr wisst, was das heißt. Ja, okay. Was ist, wenn einer so richtig schwitzt und der so nass ist, so ein ekelhafter Schmieriger? Ja, so wie Bruno. Dann, es gibt immer so einen Schalk. Schönen Gruß an Bruno Benavi. Aber der hat doch diese ekelhaften Schwitzfroschhände. Ah, der kriegt die Schwitzfroschhände. Ist doch die, krank, der hat doch eine Krankheit. Ist doch egal, ist trotzdem ekelhaft. Wenn du hast eine Krankheit, ist es nicht ekelhaft, oder was? Kannst du nochmal den Distanzier-Button bitte nehmen? Nee, das ist witzig. Das ist okay. Das ist lustig, ja, wir diskriminieren aus Freude. und da gibt es immer so eine Kreide halt, da werden die eben so eingekreidet, die Hände. Also so, zack. Ja, ja, genau. So wie bei Takashi Castle. Takashi genau ist ganz genau so. So läuft es ab. Ah, ja, okay, das heißt, wann die Hände zusammengebunden werden, das ist immer, also es gibt Matches, wo das gemacht werden muss, es gibt Matches, wo es nicht gemacht. Wenn die auseinanderrutschen, die Hände, also es gibt ja ein Startsignal, ready, go. Gesundheit. Ja. Und wenn du dann auseinanderrutschst, dann ist es so, dass die Hände danach zusammengebunden werden. Dann gibt es nochmal einen Restart. Okay, Restart. Jetzt für mich, das heißt, wenn ich jetzt gegen ihn Arm drücken mache, ja, ist es so, da ist es immer Best of Three, Best of Six, wie ist das nochmal? Also, es gibt dieser Turnierbaum bei WM, EM, der trittst du immer nur einmal gegen deinen Gegner an und dann kommt danach der nächste. Und wenn du so ein Supermatch machst, wie beim Boxen, dann machst du mehrere Runden gegen einen Gegner. Können 6 sein, können 5 sein, können 3 sein, je nachdem. Okay, ja, das heißt, das normale Turniersystem ist einmal gepinnt, vorbei. Genau, einmal gepinnt, vorbei, dann nächste Runde gegen. Okay, und wenn das so Championship Nisa gegen Cheyenne wäre, ja, dann würden wir so 5. Wer das erstmal 5 hätte. 5 oder 6 machen halt. Ne? Also, okay, ihr, ich merke, ihr wird schon was vorbereitet. Ja, ja, klar, ich tease an. Nein. Ja, da hat irgendwas vor. Nein, kein Hype, ja. Und da ist es auch einfach nur nach Pin. Es gibt nicht irgendwie so extra Punkte oder irgendwie. Nee, es gibt auch jetzt keine Dauer. Also das Match muss jetzt auch nicht eine Minute dauern oder sowas oder so, sondern es ist wirklich Pin ist Pin. Einfach. Pin ist Pin. Das ist ganz simpel. Es ist easy. Gibt keine so andere Wege. Oder der eine macht mehr Punkte als der andere. Pin ist Pin. Na, wenn du mehr Pins hast, hast du einen Punkt. Ja, genau. Mehr gibt es halt nicht, ja. Okay, okay. Ja. Wie das, was du über Over the Top eben beschrieben hast, ja, was sehr so beängstigend ist, muss man schon sagen. Oh nein, jetzt kommen die Armbrüche, oder? Ja, wie oft kommt das vor, dass ein Arm einfach bricht, ein Unterarm? Also so eine Weltmeisterschaft, da hast du vielleicht 1000 Sportler, 800 Sportler und da hast du vielleicht einen Armbruch. Ja, okay. Also sehr, sehr wenig. Okay, sehr, sehr, sehr wenig. Gut. Das ist so, also mich wundert, dass die Frage nicht zuallererst kam, ja, weil das ist halt immer so, du fragst ja nicht gleich einen Fußballer, wie oft er sich das Kreuzband reißt. Halt, ja, ne? Genau, aber das wird halt immer gezeigt, ja, der Unterarm bricht so. Aber es sind meistens immer irgendwelche Pfeifen, die sind entweder besoffen oder wissen nicht, was sie tun halt. Ne? Und die brechen sich halt die Arme, weil so im professionellen Bereich kann auch mal was passieren. Ja? Also gerade, was du auch beschrieben hast, du bist ja auch komplett unter Spannung. Also zum Beispiel von mir ein Kollege hat mit rechts gedrückt und hat sich mit links den Bizeps damals gerissen, weil er so unter Spannung komplett alles war. Das kann halt passieren, ja, aber so ein Armbruch, das ist so eine Oberarmtorsion, also ein Drehbruch, das bedeutet, dein Oberarm dreht sich auseinander, also da wird ein Gelenk erzeugt, wo kein Gelenk ist und das ist eigentlich nur so, wenn du drückst und guckst auf einmal weg.
drehst dich so raus aus dem ganzen Setup. Du kannst das aber vermeiden, wenn du immer auf deine Hand guckst und mit dem Körper nachgehst. Also wenn du verlierst, gehst du mit rein und wenn du gewinnst, gehst du auch mit rein. Du gehst immer, der Abstand sollte eigentlich immer zwischen Arm oder Hand und Kopf immer gleich bleiben dabei. Okay. Und dann kannst du halt die ganzen fiesen Verletzungen vermeiden. Wenn ich 800 Matches gegen dich mache. Ja, dann verlierst du 805. Ja? Ist nicht einer drin, nein. Alter? Leider nein. Auch nicht, wenn du korrekt bist? Nein. Okay. Was, wenn ich mit zwei Armen drücke? Dann auch nicht. Auch nicht dann? Auch nicht. Wir wollen es nicht belügen. Ja, wo das ist Körperbau wie Lindsay Lohan. Was soll da passieren? Ja. Du siehst aus wie eine 15-Jährige. Ja, das war aber ein Junkie. Christiane F. Bahn auf Zug. Will gegen hier, gegen den Watch Your Hair Boy. Wie er fragt, so. Auch nicht mit zwei? Das ist so unrealistisch. Ja. Du musst deinen Platz kennen. Auch nicht mit drei. Auch nicht mit drei, so mit vier Füßen. Der Tentakel. Wahrscheinlich, weil ich so klein bin, mit meinem ganzen Körper bin ich so auf den Unterarm. Der drückt mich so den ganzen Körper auf den Unterarm. Geil, ich finde... Das ist geil. Wie ist das? Weil wir kennen das ja zum Beispiel, wir kennen das ja aus unseren professionellen Bereichen. Zum Beispiel 90% der Leute, die mich auf der Straße ansprechen, ey, erzähl mal einen Witz. Das ist ganz ehrlich, bei ihm, die Leute, die ihn ansprechen, ey, zeig mal einen Geldschein. Es gibt einen 400-Euro-Schein, das erkläre ich dir später. Wie ist das bei dir? Ich kann mir vorstellen, dass es nervig ist, weil jeder in der Kneipe oder im Restaurant oder beim Dönermann zu dir sagt, ey, lass mal kurz Arm drücken. Ja. Das eigentlich gar nicht mehr so. Also okay. Das war früher so, als ich jünger war, als das alles so losging, aber mittlerweile, also du fragst ja auch nicht Cristiano Ronaldo, ob wir auf der Straße mal um die Wette jonglieren mit dem Ball halt. Ja. Ne? Das machst du ja auch nicht halt. Ne? Und das ist eigentlich, die wollen eigentlich bloß mal ein Bildchen haben. Und machst sowas. Du auch so, weil du den Sport ja auch liebst, das ist ja das Schöne, was du erklärt hast, ist, macht dir der Sport auch Privatspaß? Das heißt zum Beispiel, wenn du mit Freunden chillst und dann sagen die, ey komm Metil, lass mal einen Match machen. Machst du das dann auch oder sagst du, ey, das ist doch... Ach, wenn die Bock haben, ja, aber die meine Freunde kennen mich ja alle schon eine Weile. Das ist, also die nehmen das dann so hin. Gibt's auch so so Mannsweiber? Ja, also das gibt's ja auch so. Natürlich. Also, du hast ja bei allen auch so Gewichtheben und so, auch wirklich immer so Community, wo auch weniger Frauen sind, die aber auch sehr gut und sehr stark sind. Also was die auch manchmal so in Relation so als Frauen für Gewicht bewegen, wo ich sage, Alter. Ja, die haben ja auch Schnurrbärte. Ja, schöne Bärte, ja. Ja, aber dürfen die auch gegen euch antreten? Nee, die haben natürlich ihre Frauenklassen. Warum denn? Ich finde, das ist eine Diskriminierung. Warum trennt man das? Weil Männer und Frauen sich biologisch unterscheiden. Was? Ja. Ich weiß, das ist schwer zu glauben. Ich kann sein, was ich will. Ja, Breaking News. Ja, ich kann sein, was ich will. Das ist aber eine interessante Frage. Bist die beste Armwrestlerin? Kann die mich im Armwrestling besiegen? Ja, klar. Niemals. Nicht auch die zweitbeste. 100%. Will nein. Doch. Warum sollte die? Weil die besser ist als du, siehst ein. Was soll ich denn sagen? Ich fordere die beste Armwrestlerin der Welt heraus. Du kannst auch die 100-beste herausfordern, die macht was, wenn ich die besiege? Entschuldigst du dich nochmal? Nein, ja. Ja? Ja, klar. Guck mal, ich nehme diese Ansage zurück für ihn, weil er hat einen Denkfehler. Er kennt, man ist ja nur das, was man in seinem Umfeld hat. Ja. Ja? Er kennt ja nur normale Frauen, der kennt ja nicht so diese DSF-Lastwagen-ziehende Frauen. Ja? Und so... Und er denkt, die Frauen, die er so im Umfeld kennt, die so klein und zierlich ist, der kann die um... Oder die kommen, die sind so Mutanten. Also ich sag dir, ich bring dir eine 60-Kilo-Frau, die haut dir die Hucke voll beim Armwrestling. Hat die eine normale Stimme? Ja. Hat die eine Lesbenfrisur? Nein. Also, ey, du gehst doch nicht zum Friseur. Warum beantworte ich das überhaupt? Ja, der sagt einfach, man geht zum Friseur und sagt, ey, kannst du mir nochmal die Lesbenfrisur von letzte Woche machen? Was ist denn eine Lesbenfrisur? Ich wollte sie mit dem Wort pfiffig beschreiben. Ja, das ist gut. Und da vorne so ein bisschen lila. Da bleibt man verblickste. Ja. Wie sieht's denn aus? Das sieht flott aus. Das sieht flott aus. Ja, wir lernen das gut, was macht das gut. Ja. Pfiffig. Ja. Aber wenn ihr das Wort pfiffig verwendet, ist auch irgendwie komisch so ein bisschen. Krass. Also das heißt, aber der Frauensport ist wahrscheinlich
weniger bekannt als der Männersport? Also du hast natürlich, manchmal ist es halt ganz cool, eben in solchen, also es gab ja immer ein paar Fernsehsendungen, wo es immer ganz geil ist, mal eine weibliche Armwrestling zu haben, aber es ist ja auch sehr Nische und du hast natürlich, was ich gerade sagte, diese Weltmeisterschaft mit den 35, 40 Leuten, dann hast du bei den Frauen vielleicht 10, 15, also es ist schon so an sich weniger. Aber sehen die so geil aus wie bei American Gladiators? Hast halt verschieden, du hast natürlich in den, also ich glaube, die waren aber damals heiß, Alter. Da gab es so eine geile Doku drüber, hast du die mal gesehen? Ja, auf Netflix, die ist cool, ne? Ja, die ist super. Nein, kenne ich nicht. Mit Nitro und Byro und Tyro und sowas und ja, dieser, Storm und Brace. Die Armwrestlerinnen sehen nicht so aus. Die sehen aus, als wären die so bulgarische Ziegenzüchter. Die sind so, das ist so ein ganz anderer. Aber die sehen halt, also du hast ja auch Gewichtsklassen. Die sehen pfiffig aus. Die sehen pfiffig aus. Und da hast du halt 90 Kilo, so die höchste bei Frauen und dann eben über 90 Kilo. Du hast aber auch 55 Kilo, also echt auch, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, aber du hast halt auch genau wie in jeder Gesellschaft halt auch Frauen, die sehen halt schmal und zierlich und schlank aus. Da siehst du das denen nicht an, aber du denkst halt auch manchmal, boah, die kann auch die Titanic aus der Werft ziehen. Ja. Also das hast du auch alles halt drin. Bei den Typen halt aber auch. Über 90 Kilo gibt's auch? Ja. Was soll ich dir jetzt sagen? Ja, weil du gesagt hast, der Tisch hat so eine Norm, das passt ja dann alles nicht mehr. Ja, wenn dieser Schwabbel. Ja, ist halt viel Tisch und. Viel Tisch und viel Masse. Ja, manchmal mehr Mensch als Tisch. Ey, der beschreibt das so schön. Ja. Guck, wenn du so anfängst, kriegen wir nie Probleme. Ja, genau. Ich möchte mich distanzieren. Also, soll ich tun für dich? Ja, lass mal. Ja. Ist doch okay. Okay, sehr gut. Hättest du Bock, wenn sie. Weil. Nach dieser Sendung, ne, werden immer Leute tausendmal erfolgreicher als vorher. Yeah. Wir wissen nicht, warum es so ist. Es ist so ein Fluch. Wir bleiben immer klein. Ja, aber die hier waren, ja, das ist echt so. Ja. Wir haben tausend Beispiele. Tausend Beispiele, ja klar. Ja. Oh, Kuzawasch war unser erster Gast. Guck mal, Karriere nach oben gegangen. Amy ist zwei neue Sendungen bekommen. Und macht Musik. Macht Fußballer Musik. Waren hier, waren bei irrelevanten Mannschaften, sind jetzt bei noch irrelevanteren Mannschaften. Nein, Fußballer waren hier. Karriere beendet. Nein, Fußballer waren hier, jetzt spielen die, haben die bei der WM gespielt. Weltmeisterschaft. Ja. Comedians gespielt. Waren hier, mehrere, die niemand waren, jetzt füllen die Hallen. Ja. So, das haben wir tausendmal. Deswegen, wenn jetzt, bei uns gucken ja auch viele Leute zu, vom RTL, Sat1, HR. Phoenix. Wenn die jetzt dich sehen und sagen, ey, interessant. Wir haben ja wirklich viele Redaktionsleute, cool. Die uns zuschauen, weil die nehmen viele Ideen, um dann ihre Sendung zu machen. Ja, genau, genau. Aber uns geben die uns geben die nie unser. Null Fame, ja. Wir wollen uns wenn die sagen, wir würden dich gerne so 90 Tage begleiten, vom ersten Tag bis zu einem Wettkampf, würdest du das machen? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind auch gerade so ein bisschen am Planen, weil ihr kennt ja Arnold Schwarzenegger und ihr kennt ja bestimmt auch die Arnold Classics, das ist ja das Arnold Sportfestival. Oder Arnold ist doch mein Thema. Genau, dann renne ich ja hier offene Türen ein. Mhm. Und es gibt so in Columbus, Ohio ist ja dieses Arnold Sportfestival. Genau, und da macht er auch immer einen Supermatch. Da gibt es auch Armwrestling, ja, genau. Und da sind wir auch gerade so am Vorbereiten, weil ich nämlich nächstes Jahr da gerne am 1. März antreten möchte bei diesen Arnold Classics halt. So. Boah, das wäre stylisch. Und das wäre halt natürlich ein ganz geiler Spot. The Way to Columbus wäre halt ganz geil. Ne? Das wäre halt schon ziemlich cool. Ja, dann an alle TV-Sendungen, wenn ihr doch mal, alle TV-Produktionen, wenn ihr doch mal interessanten Content machen wollt, ja, interessanten Content und nicht einfach nur so Leute anlügen, wie ihr es die ganze Zeit schon macht, dann begleitet diesen jungen Herrn aus unserem Lande, wie er zu den Arnold Classics geht, beim Armwrestling antritt, natürlich alle besiegt. So ist der Plan. Vielleicht komme ich sogar mit, ich identifiziere mich als Frau und mache bei den Frauen mit. Oder als Arnold, als Österreicher. Ich identifiziere mich als Österreicher. Ja, und das wär cool, ich würde das auch gerne angucken und sowas. Und dann wächst ja auch der Sport. Und du bist ja auch eine coole Socke. Danke. Muss man echt sagen. Das ist. Gib mir Mühe, ja. Das ganze Ding ist ja auch, Als ich damit losgelegt habe, das war ja noch nicht so, da war die Welt ja noch ein bisschen kleiner und noch weniger vernetzt, ja. Und das Ding ist halt auch, ich kriege so viel Post, jetzt mal weg von dem ganzen Sport und Fame ist auch alles cool, ja. Aber ich kriege halt auch ganz viel immer so Mails und so von überall auf der ganzen Welt. Und da hat so mich eine Mom angeschrieben aus Mexiko. Und da hat die gesagt, ey, mein Sohn, der hat auch so rechts so einen dickeren Arm. Und der wusste auch nicht immer, warum und so ein Kram. Dann hat er dich im Fernsehen gesehen. Und jetzt rennt er mal mit seinem Hellboy-Arm durchs Wohnzimmer. Und das ist echt, da geht mir richtig das Herz auf. Das ist richtig toll. Also das ist richtig. Diese Nachrichten sind am besten. Ja, und das ist ja auch so, da geht es ja darum, ich meine, kann ja nicht jeder jetzt mit einem starken Arm geboren werden. Aber es geht ja immer darum, dass du das Beste draus machst, was dir gegeben wird. Ja, und ob das jetzt, das ist ja, also ich wäre wahrscheinlich, wenn ich das nicht gehabt hätte, vielleicht nicht kein Armwrestler geworden. Aber vielleicht wäre ich ja ein super geiler Pianist geworden oder so. Keine Ahnung, weiß ich ja alles nicht halt. Ne? Ist ja, aber dann wäre es halt uncool.
ja, uncooler Pianist. Dann würde ich, würd ich auch nicht sitzen. Ja. Wäre vielleicht doch nicht so schlecht. Nee, und darum geht es ja eigentlich immer so, das Beste rauszuholen. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich hätte mich damals halt auch gefreut, wenn ich so einen kleinen Hellboy im Fernsehen gesehen hätte. Genau, das gibt ja auch den Menschen Kraft, die eventuell auch auch was haben, was nicht so ganz normal ist. Und genau. So, und normal ist ja keiner. Also, ja, guck mal, wenn ich hier schon in die Runde gucke, sind schon genug Potenzial. Ja, ich finde das gut. Ich finde es gut, dass man an sich glaubt. Ja. So, egal, ob du im Rollstuhl sitzt oder nicht, kannst du immer noch Basketball spielen. Ja, ne. Muss das besser oder Interviews geben auf YouTube. Ja, so. Oder die X-Men führen. Ja, genau, Justin. Du kannst immer Basketball spielen und die X-Men führen. Ja. Ist das geil. Ja, das schon. Ich finde das auch cool, dass du so geil damit umgehst. Ja, du bist jetzt nicht depressiv geworden. Nee, gar nicht. Also ich habe auch echt super Eltern abbekommen. Die haben mich da auch gut erzogen. Gut. Respekt und gesagt, an die Eltern. Ja, Mom, Dad. Mom, Dad von Hellboy. Nee, die haben das auch echt gut gemacht. Da haben gesagt, pass auf, erklär's lieber den Leuten, bevor es dumme Sprüche gibt, gleich erklären, dann war alles cool. Aber, aber du trägst ja auch. Man kann darüber lachen mit dir. Ja, kann ja. Du nennst dich ja selber Hellboy, weil der einfach so einen Arm hat. Na, ich krieg's ja nicht mehr versteckt. Und abtrainiert krieg's auch nicht mehr. Ja, das ist. Hast du dich irgendwann mal überlegt, gab's einmal, wo du aufgestanden bist, hab gesagt, okay, dieser Arm, der nervt mich jetzt langsam, dass du sagst, ich trainiere jetzt den anderen so sehr, dass das ähnlich aussieht. Also ich glaube, dadurch, dass, also ich trainiere links auch viel und schaffe da auch echt gute Ergebnisse und auch gute so Kilozahlen, sowas so. Aber dadurch, dass der Knochen eben kleiner ist, also dünner ist, ja, ich werde ihn niemals so dick trainieren, weil ich ja vom ganzen Körperbau jetzt einfach auch nicht so massig bin, so vom Typ. Also da müsste ich mich ja mit Steroiden wahrscheinlich irgendwie vollhauen, beziehungsweise mir Steroide in einen Arm reinhauen und also mein Gott, und ob das jetzt dicker oder dünner ist, eigentlich auch. Ja, das heißt, dein Selbstbewusstsein war sehr ausgeprägt. Ja, das ist wahres Selbstbewusstsein. Na, ich glaube aber mein Selbstbewusstsein ist dadurch halt auch so groß geworden, ja, weil am Anfang war ja, ich habe ja mit 16 erst mit dem Sport angefangen, ja, und da bis dahin war ja nur der Arm dicker. Sonst nicht. Und jetzt war ja der Arm dicker und der ist der Armwrestler. Also hast du ja gleich schon wie so eine Begründung dafür geliefert halt, ne? Und das ist halt auch so, also der Sport, der bringt einen halt auch menschlich total viel weiter, weil das Blöde ist halt so, dass uns eben nicht der Arsch nachgetragen wird, dass wir unsere Reisen selber buchen, die ganzen Kram uns selber drum kümmern, aber du wirst halt auch unglaublich selbstständig und halt so auch weltgewandt halt, weil in jedem Land kommst du halt irgendwie klar, ich spreche auch ein paar Sprachen und so, dadurch, da kommt man auch echt ganz, ganz gut mit allem klar halt, ne? Und wie ist dein Englisch? Very good. Ja, wirklich, wirklich. Ich spreche fließend Englisch und Spanisch und Schwedisch und ganz. Schwedisch Kram. Auch? Ja, deswegen, ich habe Schwedisch gelernt, aber nie in Schweden. Deswegen will ich jetzt am 1. Dezember mal hinfahren. Ja, warum lernt man einfach Schwedisch? Wolltest du Dolph Lundgren kennenlernen? ich bin Dolph Lundgren Groupie. Ja, und deswegen einfach die Sprache gelernt. Ist der nicht Däne? Nee, Schwede. Wie kannst du das nicht wissen? Ja, warte mal. Nee, der ist Schwede. Nicht, warte mal. Wer ist denn der Däne? Däne ist, glaube ich, der. Bei Casino Royale der Bösewicht ist. Mads Mikkelsen. Ja, der ist, ich glaube, Däne oder Norwegen ist der. Nee, der ist Däne, das weiß ich. Das weiß ich. Da bin ich mir nicht sicher, der ist entweder Dänemark oder Norwegen, aber Lundgren ist Schwede. Dolph Lundgren ist Schwede? Ja. Da höre ich sogar. Deswegen, der Spruch alter Schwede ist doch wegen Dolph Lundgren. Weil die haben den gesehen und gesagt, boah, ein alter Schwede. Da müssen wir nochmal das Rechercheteam ransetzen, dann bin ich mir jetzt unsicher. Nein, Dolph Lundgren ist Schwede. Also Englisch. Schwede, ne? Ah, verdammt, na gut. Boah, ich hab die Hellboy-Hand berührt. Ey, wie das aussah. Könnt ihr das nochmal bitte machen? Krass. Ja. Kannst du so, wenn du zum Beispiel ein Bild aufhängen willst, brauchst du den Nagel so. Ich brauch keinen Hammer, ja. Ich habe leider gerade die Regenspann gepackt. Dass der keine Prozente kriegt, gell? Dass er kostenlos parken kann, das ist doch unglaublich. Guck, der macht's lustig über meine mentale Behinderung. Ist das nicht unkorrekt? Dass ich, ich bin labil. Nee, du bist nicht labil. Doch. Laber. Laber, je. Bist du. Wo waren wir gerade? Und das macht halt auch einen, also es bringt einen echt im Leben weiter, weil wenn ihr schon ein paar Fußballer hier habt, das Geile ist halt, die kriegen ja wirklich alles. Denen wird ja die Wohnung gemietet und das Auto hingestellt. Ja, die müssen sich um nichts kümmern. Die haben Reisemanager, alles. Ja, deswegen. Und wenn du mit 19, ich kann das auch nachvollziehen, weißt du, dann bist du auf einmal mit 19 und bist Millionär, das überfordert ja auch einen. Ja, ja, da kannst du dich nochmal drehen. Drehst du dich so im Schlaf? Nicht, dass du da mal deine Frau K.O. schlägst aus Versehen mit dem Arm. Ich habe mich mal selbst K.O. geschlagen. Ehrlich? Also wir hatten Italien WM 2009
Und bist ja immer auf Spannung. Und hast ja gerade schön gesagt, Nisa, wenn man auseinanderrutscht, ja, rutscht ja die an. Und ich habe mir so einen gegen das Kinn gegeben. Und du siehst das auf Band so. Und ich mache so einen Schritt zurück, grins und fall direkt auf die Planken hinten. Ja. Und ich so hingefallen und Augen aufgemacht. Ich so, wo kommen denn die ganzen Leute her? Sanitäter, zwei Stück da, mein Coach, Schiedsrichter. Da habe ich so gesagt, naja, komm, ich will jetzt weiterdrücken. Na, mach erstmal in Ruhe, trink erstmal was so und so. Und ich dann so, ging dann nach einer Minute wieder und ich dann das Match noch gewonnen, das war super geil. War auch so starker Gegner, ja. Und hinterher zu meinem Kollegen, und ich so, was war denn los? Ich hab da, bin doch bloß mal nach hinten gefallen und hab die Augen eine Sekunde zu gehabt. Alter, du warst zwei Minuten ohnmächtig. Boah, ja, so, ne, schön, das ist ja wie so ein Kurzschlaf. Schön das Glaskinn halt umgehauen, ja. Das war krass. Warst du, wenn du jetzt in Schweden die Nordeuropameisterschaft gewinnst, ja, was ist dann der nächste Schritt? Na, dann wäre es ja tatsächlich schon Columbus, Ohio, dann wären es ja schon die Arnold Classics, was dann so das nächste große Ding ist. Also Saison ist dann fast beendet, muss ich halt sagen, für 2023. Was ist denn der Supertitel, so wie WM bei Fußball? WM. Die WM. WM, ja. Hast du die in deiner Gewichtsklasse schon gewonnen? Ja, ja, letztes Jahr, 2022. Echt? Genau. Hm. Also du bist Weltmeister. Richtig. Ja, der wird schon ganz anders mit dir geredet, Alter. Meine Damen und Herren. Du bist einfach irgendein... Ich dachte, du bist aber irgendwer. Ja. Ja, ja. Nee, letztes Jahr, 2022. Das heißt, wenn du verteidigst das dann nächstes Jahr? Oder ja, ich konnte jetzt ja leider nicht in Malaysia nicht aufgrund dieser Verletzung halt verteidigen, ja, aber deswegen mache ich das Titel nächstes YouTube. Jahr. Weltmeister. Weltmeister. World Champion. Es gibt natürlich noch so ein paar andere Turniere. Also es gibt so East vs. West oder was. Ja genau, was ist dieses East? Die haben ja die größte Insta-Seite, den größten YouTube-Channel. Was ist dieses East vs. West? Das ist so ein Einladungsturnier. So halt, Tupac, ne? Also, vs. B.I.G. Ja, genau. So ungefähr, ja. Es ist die halt noch so, Armwrestling machen sollen. Also, du hast halt immer viele große Turniere halt. Ne? Es gab damals auch so eine Slotty-Tour in dem Mirov World Cup. Da war ich auch mal Zweiter damals. Das ist auch so eine Profi-WM. So Preisgeldturniere. Aber so eine IFA-WM, also die ich jetzt gewonnen habe, die ist halt auch ein Tested-Event. Das bedeutet, es gibt Dopingtests halt, ne? Und die gibt's jetzt zum Beispiel bei East vs. West nicht mehr. Ja, die sehen aber auch nicht so aus, als ob die getestet werden. Die sehen mir nicht so aus. Nee. Ja, die sehen ja ganz anders ja aus. Das ist richtig, ja. Also das ist, muss man immer so ein bisschen unterscheiden halt. Ne? Aber willst du bei East vs. West mitmachen? Ja klar, auf jeden Fall. Ich würde das moderieren sogar. Na gut, dann machen wir was klar. Dann frage ich dich, warum nicht? Ja, nee, das ist so gerade eine relativ... Aber das ist geil von der Produktion. Ja, wie die reinkommen, die Trailer, die schneiden, dann das Match. Na, es gibt auch noch so King of the Table, das macht so Larry Reels meistens in Dubai. Das ist auch noch ziemlich cool. Genau, King of the Table. Das sind so die großen Sachen halt gerade. Das war doch jetzt, wo Devin auch gekämpft hat, genau, ne? Das letzte genau. King of the Table, ja, cool, ja, wie das aussah. Ja, da bin ich... das könnte wahrscheinlich sogar, vielleicht sogar klappen demnächst mal mit King of the Table. King of the Table ist, das heißt, das ist kein gewisser Titel, sondern das ist immer so ein Event. Also, die können ja, also auch bei East vs. West, also die vergeben immer irgendeinen Titel. Ja, ja, und die nennen die manchmal auch Weltmeisterschaftstitel. So ein bisschen, ihr habt ja Boxen, kennt ihr euch ja mit aus. Da gibt es ja auch IBO, WBO, WBC. Ja. Aber ich sag mal. Oder wie wenn die in Deutschland eine Veranstaltung machen und sagen, ey, das sind die besten Comedien des Landes, aber jeder ist Schmodder. Genau, Comedy-Weltmeister oder sowas. Das kannst du ja so. Also, du merkst ja mal richtig, du könntest ja selbst nicht eine FIFA-WM machen, sondern du kannst ja deinen eigenen Fußball-WM-Verband gründen halt. So, es geht ja alles. Das gibt ja immer so die Community, was so der höchstwertige Titel ist. Und ich muss auch sagen, ich habe das Ding letztes Jahr gewonnen. Ich weiß, das muss halt alles zusammenpassen an so einem Tag. Weißt du, das passiert ja alles an einem Tag, diese ganzen Kämpfe, ja? Ja. Also wenn du nur einmal, kannst du dich noch so gut vorbereiten, denn vielleicht scheiße geschlafen, vielleicht irgendwie ein Infekt oder weiß der Geier was, irgendwas funktioniert nicht. So, dann auf einmal, und du hast ja nur einmal im Jahr diese Chance halt, ne? Und da muss auch wieder alles passen von der Vorbereitung. Das ist schon ein ganz schöner Druck auf dem Kessel dabei. Wie viele Gewichtsklassen gibt es beim Armwrestling? Beim Armwrestling gibt es, die kleinste ist glaube ich 57 Kilo für die Herren, ja, und die größte ist dann über 110 oder über 105 Kilo. Über 110 und wer sind dann immer so manchmal 5, manchmal 8 Kilo Schritte, je nachdem. Okay, ja, genau. Okay, also 6, 7, 8 Gewichtsklassen. Genau. Ja, genau. Okay. Ja, schon einige, ein paar mehr tatsächlich. Okay. Und dann immer links und rechts tatsächlich. Okay, bist du der erste oder beziehungsweise einzige deutsche Armwrestling-Weltmeister? Unabhängig von Gewichtsklasse? Nee, gibt's nicht. Also meine Kollegen jetzt bis 63 Kilo, die sind jetzt auch amtierende oder haben das letztes Jahr auch gewonnen, also das war ganz geil. Aber ansonsten gab es immer mal über die verschiedenen Jahre jetzt immer mal Leute, die erfolgreich waren in den verschiedenen Weltverbänden, genau. Aber es ist halt auch mega schwierig, ob das denn am Ende, also ich wollte immer mal eine Medaille gewinnen halt, ne? Das war so mein großes Ziel. Ob das am Ende denn Erster oder Zweiter ist, das sind ja am Ende nur Nuancen, aber Erster ist schon cooler. Würdest du sagen, ich muss halt viel arbeiten, der zählt nur Geld. Würdest du sagen, dass gibt es einen in deiner Gewichtsklasse, gegen den du gerne kämpfen wollen würdest, oder du sagst, du fürchtest den, der ist ein krasser Gegner? Na, es gibt der Mindaugas Tarasaitis aus
Litauen zum Beispiel ist halt super. Hört sich an wie so eine Fußpilzerkrankung. Sind auch, ein Albtraum für die Scrabble-Runde, ne? Ja, viele Buchstaben drin, ja. Das ist wirklich, also der ist so gerade so, das Maß aller Dinge so, ist immer so ein bisschen in meiner Gewichtsklasse, der mal ein bisschen höher drauf, aber der ist natürlich auch nochmal richtig, also richtig fieser Athlet halt. Ja, genau. Also genau. Den hast du bis gegen den noch nicht angetreten? Doch, also ich habe gewonnen und verloren schon, also. 1-1? Nee, ich glaube 2-1 für ihn. Ja, da muss auf jeden Fall noch ein Match kommen. Also, so ist der Plan, ja. Aber das Ding ist halt, ist auch nicht, weiß nicht, ob er noch bei 70 Kilo gerade ist halt oder ob er schon eine höher gegangen ist halt, ne, das ist, aber. Wie kannst du aber 70 Kilo wiegen, wenn du so groß bist? Na, du, also das Ding ist, du kochst dich ja runter, ja, so ein genau. Stück weit halt. Wie beim, ne, Kampfsport. Also ich muss ja bloß am Tag der Waage halt bloß die 70 Kilo haben, weil sonst, also jetzt renne ich ja wahrscheinlich gerade mit 75 rum. Okay, ne? Ja. Ist noch okay halt, ne, also ich glaube, ich hatte mal zu Weihnachten irgendwie mal 80, das war so mein Höchstes. Aber sonst an sich machst du ja wie beim Abkochen, wie auch beim UFC oder bei Jiu-Jitsu oder so, ja, beim Boxen halt, ne, kochst du dich dann einfach runter auf das Gewicht. Hast du mal überlegt, höher zu gehen? Habe ich auch schon getan. Also deutsche Meisterschaften habe ich jetzt die 80er zum Beispiel dieses Jahr gewonnen. Ne? Oder alle so weggeputzt einfach, zack. Ja, war okay. aber so bei WM musst du natürlich ans Limit rangehen und die nächste jetzt in dem Weltverband, wo ich kämpfe, ist eben die 78er. Ne? Ja. Das bedeutet, wenn ich jetzt bis 78 antreten würde, sind die meisten, die da antreten, kochen sich auch in die 78er runter. Und dann ist es wahrscheinlich so, dass die Leute, mit denen ich am Tisch stehe, normalerweise mit 84 Kilo rumrennen. Genau, weil die das, ja, das und kommt das ist halt drauf. Und das ist schon ein erheblicher Unterschied. Wann ist Waage? Immer einen Tag vorher, wie beim Kampfsport? Zwei Tage vorher ist okay. Ja, also das Ding ist, weil du hast am, ich sag mal, donnerstags ist Waage. Ja, dann koche ich sogar 20 Kilo ab. Ich habe schon Leute gesehen mit 10 Kilo wirklich abkochen halt. Ne? Das ist schon heftig, ja. Ja, aber ist ja für alle die gleichen Bedingungen. Ja. Ja, tut auch manchmal ganz gut, ein bisschen die Speicher wieder aufzufüllen. Aber du bist halt auch gar nicht mehr gewohnt, dann so viel zu essen, weil du denkst, ja, jetzt esse ich hier ein ganzes Steak und sagst du, ach, das Stück Brot reicht eigentlich danach. Genau. Also, bist du einer, der richtig reinfuttert dann, oder? So wie es geht halt, aber auch nicht übermäßig viel halt, ne? Das ist ja auch nicht so gesund halt, wenn du, also du fährst dann halt sukzessiv halt so ein bisschen runter mit dem Essen halt, ne? Und dann auf einmal liegt das auch echt erstmal schwer im Magen halt. Und du hast dann, sind zwar zwei Tage, ja, aber dann pennst du vielleicht auch nicht mehr gut, wenn du dir auf einmal so den Magen voll futterst und so. Also wichtig ist eigentlich immer, das Wasser erstmal wieder auszugleichen tatsächlich. Das ist wirklich so. Weil es gibt ja so einen Water Cut und sowas. Das ist ja auch nochmal so ein Faktor. Was machst du noch in deiner, was sind so Hobbys von Matthias? Matthias hat ein Haus und ist verheiratet und meine Frau ist so Chicken-Influencer, also wir haben so total krasse so Hühnerarten zu Hause tatsächlich. Echt? Super geil, also super. Wie? Coole Viecher, ja. Gibt es verschiedene Hühnerarten? Ja, das ist interessant. Ja, klär uns auf. Das sind doch diese geilen. Es gibt so, wir haben so tatsächlich, vielleicht liegt das auch im Sport, wir haben so Kampfhühner halt, ne? Die sehen so aus wie Velociraptoren, die Viecher. Ja? Ja, sind super cool und da, das ist nochmal so ein ganz cooler Ausgleich. Aber was können die denn, diese Kampfhühner? Die sind einfach nur schön. Ah, die haben jetzt nicht so einen schwarzen Gürtel. Die sind so ein Bruce Lee-Hühner. Ja. Die können so auf den Daumen so Liegestütze machen. Ja, genau. Und nee, die sind einfach nur, sehen wirklich aus wie Velociraptoren halt. Okay. Total cool. Was gibt's noch für Hühner? Züchten die oder isst die auch? Nee, wir essen die nicht. Bei uns stirbt kein Huhn. Das ist nur aus Altersschwäche, der bei uns tatsächlich. Okay, ja. Das macht meine Frau so. Die hat so auch so einen Insta-Account, Charbonnack, da macht die sich damit und sonst eigentlich so ich bin total so auch so alle aber allgemein ist so. Ist ihr Fleisch oder seid ihr Vegetarier? Nee, wir essen Fleisch, ja. Okay. Aber das heißt, nicht unsere Hühner halt, das war nicht. Die Cousins werden vom Supermarkt geholt. Ja, die mögen wir halt nicht. Das ist, ja, genau. Das ist eine andere Gang. Das ist East Side. Ja, das ist East Side. Also West Coast, ja. East West Coast. West Coast. Ja. Nee, und dann, das ist ganz cool und sonst, ja, so ganz gerne, also Reisen, das ist halt natürlich auch immer. Also der Sport nimmt halt natürlich mega viel auch so von meinem Urlaub halt weg und da versuchen wir uns das ein bisschen miteinander zu verknüpfen, also nicht nur zum Turnier zu düsen, sondern auch eben da uns ein bisschen Land und Leute anzugucken, da halt, das ist ganz geil. Ja, und ansonsten so Sport interessiert grundsätzlich, also wenn ich kein Armesser gewesen wäre ich total gern so Eisschnellläufer gewesen. Das guckst du? Das gucke ich nicht, das mache ich gern, also ich gehe total gern aufs Eis, das finde ich halt super geil. Aber warte, so Wettrennen? Naja. Oder diese Pirouetten? Würde ich alles machen, glaube ich. Also so weit ist es bei mir nicht gekommen. Ich finde Eislaufen finde ich total geil. Finde ich super geil. Okay, das passt jetzt irgendwie gar nicht. Ja, das passt gar nicht. Aber ich wollte euch ein bisschen schocken gerade. Aber krass, also YouTube-Titel ändern. Hellboy versus Eisprinzessin. Die Eisprinzen. Okay, Eiskunstlauf, Eisboy, was magst du noch? Und so, ja, sonst so Sport halt. Sport finde ich ganz geil. Aber und kannst du das? Also ich habe... Machst du aber dann auch so? Und diese Sachen? Der große Baryshnikov, ja. Das war weird, bis hier gerade. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Aber kannst du Eis laufen? Ich
ja, ich kann mich auf alles fortbewegen, aber ich habe jetzt nie irgendwie so ein, ich hatte leider, ich komme ja aus einer Region, also hier ist ja auch nicht so, dass ihr hier einen Haufen Wintersportclubs um die Ecke habt wahrscheinlich. Ne? Nein, da, nein. Doch, wir haben hier eine Eishockeymannschaft. Echt? Ja. Nein. Doch. Nur okay. Zweite Karriere und ja. los. Hier musst kannst du Eislaufen? Nein. Wie, warum kannst du es nicht? Warum soll ich das können? Ich kann es ja auch nicht, aber warum kannst du es nicht? Ich kann's. Bist du in so einem Dorf aufgewachsen? Ich Sudden Death von Van Damme, als ich geguckt habe, in diesem Eishockey-Stadion. Der hat mich traumatisiert. Ja, nee, das fände ich ganz geil gefunden, halt, wenn es bei uns was gegeben hätte. Aber ich stand doch zum ersten Mal erst mit 16 auf Eis. Was ist mit Curling? Ja, was hältst du da? Sehr interessanter Sport. Aber ja, Schach auf dem Eis. Ne? Ey, sag mal bitte, wer hat Curling erfunden? Was ist das? Reinhard Curling im Jahr 1992. Nee, was ist das? Was ist das für ein Sport? Was ist der Sinn da? Reinhard Curling. Ein Schwabe. Der hat das in am Bodensee von dem Überlegen. Nee, aber das finde ich ganz cool. Nee, und sonst so. Ich finde, Curling ist einer der unnötigsten Sportarten. Das ist echt unnötig. Aber es ist krass, die sind bei Olympia halt und wir nicht, ne? Ja. Es gibt keine Armwrestling bei Olympia, aber Curling. Ja, Curling. Warum kann man das nicht beantragen? Ja, aber kannst du? Weißt du, warum Curling erfunden wurde? Ich sag dir warum. Weil Putzfrauen einen Sport haben wollten. Wo ist der Buzzer? Das ist eigentlich normalisiert, deswegen drücke ich nicht. Ich distanziere mich ganz klar von dieser. So. Ja, das ist also bei diesem Olympia-Thema halt, ne, da gab es ja bei uns auch schon so eine Entwicklung, dass Armwrestling halt olympisch wird, aber dann musst du ja gucken, wie viele Gewichtsklassen. Also du wirst ja nicht nur eine Medaille mit einführen, sondern du hast ja dann natürlich verschiedene Gewichtsklassen, links, rechts, Frauen, Männer und sowas, ja. Und schau mal, was so in den letzten Jahren olympisch geworden ist. Skateboarding, Breakdance, Bouldern und so. Also alles so ein bisschen Freak- und Extremsportarten, ja. Und selbst dieses klassische Ringen, ja, dieses klassische. Das wäre fast rausgeflogen. Ja, fast rausgeflogen. Ja. Boxen war auch so ein bisschen kritisch halt, ja. Ne? Also du merkst dann, welche Richtung das reingeht halt. Da wird wahrscheinlich eher Inlineskaten oder sowas olympisch oder sowas, aber ich. Aber gerade das ist einfach simpel, Mann gegen Mann. Und ich glaube, war tatsächlich damals auch in Griechenland auch mit bei den ersten, so bei diesen antiken Olympischen Spielen, war es, glaube ich, auch mit dabei oder so. Bin ich ganz sicher, aber auf jeden Fall wurde das auch da betrieben. Das ist halt schade. Ja. Das wäre echt nochmal so, das wäre halt mega geil. Aber so, man weiß nicht, ich glaube jetzt durch Social Media ändert, weil ich sehe, wie der weiß Sport ich nicht. So ich nicht. Wächst. Also ich hätte, das wäre mein Traum so bei solchen Olympischen, also wenn man auch allgemein so Sport interessiert ist, wäre das halt mega geil. Ja, so genau. Und dann, sobald ein Sport in der Olympiade ist, wächst er sowieso, ja, weil der wird dann gefördert. Gibt es noch mehr Kohle. Ne? Ja, wird staatlich gefördert. Guckst du gerne Filme? Hast du ja schon gemerkt. Ja, was ist so, gehst du gerne ins Kino? Bist du ein Typ, der gerne ins Kino geht? Viel und gern. Was war der letzte Film, den du im Kino geguckt hast? Der letzte Film, den ich geguckt habe, war Asteroid City von Wes Anderson. Aber im Originalton so ein bisschen Nischenfilm. Aber ich mach mal einen Test. Was ist der beste Actionfilm? Der beste Actionfilm aller Zeiten? Ja. Kann man jetzt auch Also ich mach's ein bisschen leichter, ja? Nee, weil wenn du jetzt mal so nicht an Marvel und Superhelden denkst, das ist wie so ein eigenes Genre, ja? Aber zum Beispiel so der beste Actionfilm, was würdest du denn sagen? Ich unterscheide Action nochmal. Ja, unterscheide mal. Also ich würde sagen, generell der beste Film aller Zeiten. Ja. Und wenn man auch noch die Action, ich würde sagen Terminator 2. Ja, auch geil, weil der sich vom Horror in den Actionfilm wandelt. Ja, genau, von Teil 1 auf 2. Ich schmeiß mal auch was rein. Was sagst du zu Con Air? Super Film. Con Air finde ich auch mega geil. 1000 Mal geguckt. Und der einzige Film, der eine Oscar-Nominierung und eine Goldene Himbeere bekommen hat. Ja, das ist auch super geil. Krass, aber das mit Oscar stimmt. Ja, ja. Bester Tonschnitt und dann irgendwie und so. Ja, aber so wofür Actionfilme immer nominiert werden, so bester Tonschnitt. Ja, so. Auch so. Weil ein Actionfilm nicht alle, Dings ist geil, dieser, Malkovich spielt ja mit. John Malkovich, bei Con Air. Ja, ja, ist auch Cyrus Grissom. Ja, genau. Der Film ist generell geil. Ja, ist geile super Action. Geil. Und das ist halt auch kein Franchise oder sowas, sondern das ist einfach nur ein Standalone-Film. Das aber der erste geil. Stirbt langsam. Ja, aber Terminator 2 ist auch mega. Also den habe ich auch so oft gesehen. Und dann gesehen. Natürlich diese 80er-Jahren-Sachen. Rambo, Phantomkommando, da gibt es schon so geile Sachen. Ich überlege, was ich auch so als Sport, ich finde den Wrestler auch super stark. Mit Mickey Rook. Ja, der ist auch mega geil. Finde ich auch super geil. Aber ich gehe oft in 4 und ich habe eine Weile in Los Angeles gewohnt. Da habe ich mir halt auch den ganzen Kram halt angeguckt. Aha, halt was da hast du gearbeitet, als du noch nicht gewohnt hast? Da war ich noch Student, da musste ich noch nicht arbeiten. Aha, und wie hast du dir die Wohnung finanziert? Das über
Stan Lee. Stan Lee hat dich finanziert, ja. Ja. Die Stan Lee-Kohle habe ich das gemacht. Wie war es in L.A., als du da gelebt hast? Super geil. Also ich bin ein richtig West Coast-Kid. Fand ich echt richtig, richtig gut. Also so. Sonne. Ja, auch so ganze, da so, ich mag so auch so das ganze Mexikanische, weißt du, diesen Einschlag da mit Tacos und so ein Kram. Die Frauen gab es auch. Ja, es ist also ein bisschen schade, dass in Deutschland halt. Das macht halt einfach so Probleme. Warum? Das ist ja in der Vergangenheit. Ja, stimmt. Vergangenheits-Matti war das. Vergangenheits-Matti, das ist geil. Und das finde ich ja, ich fand das halt so El Segundo und so, das war halt echt so West Hollywood. Wir haben da Sherman Oaks, das so rückseitig Hollywood Hills gewohnt. Und das fand ich halt mega geil. Das fand ich halt richtig. Also so, Sherman Oaks. He's back in Sherman Oaks. Wieso gibt's nur einen Armwrestling-Film? Nur einen? Es gibt, glaube ich, zwei. Ja, aber es gibt nur Over und the der Top. Und der andere Typ, der andere Film ist, glaube ich, mit Mr. T tatsächlich. Habe ich auch nie gesehen. Und es gibt noch einen, den habe ich mal im Flugzeug geguckt, auch so einen koreanischen Film, der ist Champion. Da geht es auch ums Armwrestling. Der war ganz. Dies kommt an Stallone, Bruder. Nee, kommt auch nichts dran. Aber wie du doch gerne im Flugzeug Filme guckst. Ja. Guck mal, wenn ich immer mit dem fliege, ne? Guck mal, ich frag dich jetzt was. Guck mal. Einfach immer diese Lügen. Guck mal, du hast ja eine Frau, hast du gesagt, ja, ne? Und ihr seid Partner, ihr ergänzt euch. Ja. Die ist Chicken-Influencerin. Ja. Du hast sogar gesagt, das ist eins deiner Hobbys. Ja, ja, genau. So, die supportet dich, die kommt mit, die hält die Kamera. Ja. Guck ich. Ja. Der Podcast ist gleichgestellt. Wir sind beide gleich wichtig. Ja. Ohne mich funktioniert das Ding nicht, ohne ihn funktioniert das Ding nicht. Ja. Ja? Aber guck mal, ich sag dir jetzt was. Der weiß, dass irgendwas kommt. Nein, nein, das ist die Wahrheit. Schon, nein, nein. Du leitest das Thema schon so ein. Nein, das ist die Wahrheit. Guck mal, der weiß, der kann, der kommt auch nicht raus. Kriegt ein Privatjet. Guck mal, genau. Wenn wir reisen, er hat immer so eine Luxusreise, ich nicht. Zum Beispiel, wenn wir sagen, ey, wir müssen morgen bei einem Termin in Hamburg sein. Ne? Ich krieg nichts bezahlt, der wird abgeholt. Ich muss selber gucken, wie ich da hinkomme. So, dann, immer wenn wir bei so irgendwelchen Sendungen sind oder so, sie sagen das uns ins Gesicht. Ja, Nisa muss nicht unbedingt dabei sitzen, das kann nur Scheiern machen. So. Aber vielleicht liegt es auch an deiner Persönlichkeit, hast du mal gedacht. Ja, aber ist ja trotzdem unfair. Dann, wenn wir fliegen. Guck mal, der hat so ein Bett. Ich schwöre, der wird mit Sir angesprochen und mit seinem Nachnamen, den wir hier nicht sagen können. Bist du schon mal First Class geflogen? Der fliegt doch nur First Class. In so einem Qatar Airways-Ding, ja. Ja, wo du ein eigenes Bett hast und so. Weißt du, wie ich bin? Ich habe nicht mal so Beinfreiheit. Sitzt auf der Tragfläche, ja, so halt. Ich muss so sitzen, ja. Also, aber ihr kommt beide gleich schnell an. Musst du auch mal sagen. Kannst dich nicht immer nur beschweren. Ja, aber es ist schon unfair. Es herrscht ein Klassenunterschied. Ja, Pech gehabt. Kann ich auch nichts dafür. Guck mal, ich sag noch eine Sache. Wenn wir eine Excel-Tabelle machen, um ein paar Sachen hier zu besprechen. Du musst dein Name als erstes stehen, sonst haben alle hier ein Problem im Büro. So. Ja, aber das ist ja nur symbolisch. Aber das ist aber ein guter Ausgleich. Ja, aber er hat hier den Privatjet und du hast den ersten Namen in der Excel-Tabelle. Jetzt hab ich's doch mal nicht so. Ja, was willst du denn? Ja, das ist ja nur die Symbolik. Verstehst du? Und warum bestehe ich auf diese Sachen? Mir fehlt der Respekt. Das ist so richtig. Ich kann mir richtig vorstellen. Ey, Lisa, aber. Mir fehlt der Respekt. Ihr Untertanen. Ja, das ist so ein von vorne Kampf. Ey, ich flieg First Class, was du machst, ist mir scheißegal. Na gut, aber dann werde ich, sonst, wenn ich nicht als erster der Exit-Tabelle stehe, dann höre ich auf. Okay, ja, mach. Matthias, wir hatten vor zwei Wochen eine Show, da haben wir die Jahrhunderthalle mit 3000 Mann fast ausverkauft. Ja. Und in der Garderobe, es hat mich jemand angerufen und gesagt, komm mal schnell, Nisa wird verrückt. Ich sag, was passiert? Ich komm da hin. Der hat von meiner Couch in meiner Garderobe die Kissen gezählt, ob er genauso viele Kissen auch hat. Ja, in seiner Garderobe. Ja, weil ich immer dann wie ein zweitklassiger Mensch behandelt werde. Da ist er rübergegangen, hat meine Spiegel gezählt, ob er genauso viele Spiegel auch hat. Als alles identisch war, geht er zur Produktionsfirma und sagt: Ja, Nisas Name ist größer auf seiner Garderobe. Dann haben die seinen Namen nochmal ausgedruckt und größer und breiter als meinen gemacht. Guck mal, ich sag dir was. Guck mal, allein wie wir rausgekommen sind, ne? Der war an so einer geilen Seite mit Kamerateam, die ihn filmen davor, ist nicht so. Und ich war hinter so einem Vorhang, wo einfach so ein Techniker ist, der zu mir sagt, nicht, dass du hier stolperst. Weil ich nicht mal so einen normalen Eingang haben kann. Schön, dass er eine Sänfte hat und so eine Korde. Ja, wäre gut, wenn Nisa nicht stirbt. Ja, das ist doch schon unfair. Ja. So,
Und bei der Generalprobe immer so. Nach jeder Generalprobe. Alle so, ey, Schein, hat dir das gefallen? Ist okay? Willst du noch mal proben? Wie sieht's aus? Aber man muss seinen Platz kennen. Noch ein Glas Otter drehen. Ach, gern. Man muss seinen Platz kennen. Bei NSYNC, Justin Timberlake und der andere. Und der Rest. Ja, bei der andere. Der, ja, den wie auch keiner weiß, wie die heißen. Ja, ja, ja. Sag mal, wie die Leute bei NSYNC heißen. Keine Ahnung, es gibt's nicht. Ist AJ Backstreet Boys? Ja, AJ Backstreet Boys. Du bestätigst das, was der immer sagt. Ja, man weiß nicht, wie die heißen. Ja, und so ist es bei NSYNC. Ich glaub, ich bin JC, ich bin wichtig. Ich bin krass, aber keiner weiß, wer ich bin. Das war auch bei Destiny's Child. Yeah. Ich bin Beyoncé. Yeah. Ja, da gibt es auch noch zwei andere. Ja, aber ihr habt nicht Jay-Z geheiratet. Ja, ja, ja. Aber bei Destiny's Child weiß ich, wer die sind. Ich auch nicht. Kelly? Ja. Michelle? Ja. Wie ist die andere? LaToya. Das ist aber jetzt nicht LaToya Jackson? Nein, nicht LaToya Jackson, das ist eine andere. Das sind das vier drin. Bei Destiny's Child? Ja, es sind vier und zwei wurden zweimal irgendwie ausgetauscht. Dann ist eine von denen übrig geblieben. Ja, das irgendwie ist so ganz komisch. Also es waren vier. Ich glaube aber Timberlake hatte bei NSYNC, die haben zuerst gemacht, jeder die gleichen Share und dann war es, ah doch nicht. Ja. Dann hat wohl Timberlake quasi. Ich glaube jetzt, wenn er zurückkommt, ist es nicht so. Ich glaube am Anfang, ja, weil der konnten ja nicht ausmalen, wer der größte Star wird. Das doch, ist ja, die wussten das schon. Meinst du? Deswegen haben die auch immer den Fokus auf ihn gehabt. Die haben die Resonanz gesehen, die Fanbriefe, wie so bei dir. Immer Nisa. Ich krieg gar nichts. Die schreiben sogar, ey, mach Podcast alleine. Kriegt sogar Heiratsangebote. Ja, weil die Frauen verzweifelt sind. Kriegt immer so Heiratsangebote. Vielleicht so Erbschleicher. Ja. Nee, die kriegt immer so, weil sie ihn mittlerweile kennen. Die dürfen ja kein Social Media haben. So, die dürfen ja kein Instagram haben, weil sie ja Ader haben. Deswegen schreiben die immer mit Briefe. Es schreiben immer Briefe und Name auch nie ausgeschrieben. Brieftagramm. Ja, Brieftagramm. Ja, back to the roots. Back to the roots. Ist auch kein Foto dabei. Gekauft. Ja, gesehen. Die machen so Hochzeit, die fragen nach Hochzeit, aber kein Bild. Ja. Wie willst du der. Holst du nicht die Katze im Sack? Sack, Alter. Kommst du nicht die Katze im Sack? The cat in the bag. Yeah. Cat in the sack. Ja. Das ist schon. Was kriegst du verrückte Fanbriefe? Hat mal eine Frau dir geschrieben, ey, ich gib mir eine Ohrfeige mit deiner rechten Hand. Keine Frau. Ich würde gerne mal deinen Arm einmassieren. Nee, tatsächlich nicht. Oder ein Mann. Ja. Ist alles erlaubt? Nee, warum nicht? Können alle gerne schreiben. Vor allem, wenn du Eiskunstlauf guckst. Aber guck das nicht. Hab ich ja was erzählt hier. Ach, scheiße, ich hätte Cagefights sagen können. Ungefährlich, wenn du das guckst. Warum erzähle ich das denn eigentlich? Ja, das war dein aber Fehler. Erzähl nichts Peinliches, wenn du da bist. Nee. Er hat gesagt Eiskunstlauf. Ja. Er hat gesagt Eislauf. Das ist auch nicht besser. Ja, das ist die Dynamik hier. Haben sich schon viele. Ja. Habt ihr nicht gesagt, dass viele auf einmal hier besser rausgehen? Aber ich glaube, ich zerschieße mir hier die Karriere. Ja, das denkt man aber. Ja. Dann, weil die Leute sagen, ey, wie war es bei denen? Du sagst, ey, die sind richtige Menschenhasser. Und dann sagen die, aber du kannst sehr sympathisch weg. Ja. Vielleicht ist das auch der Kontrast, weil ihr so furchtbar seid. Ja. Aber er ist ja schlimmer als ich. Das merkt man ja auch. Ich finde euch beide furchtbar. So, auf jeden Fall. Fanpost gab es eigentlich nur so Kiddies schreiben oft so. Die fragen nach Autogrammkarten und sowas. Da freue ich mich auch drüber. Ja. Zum Glück bist du nicht arg. Nee, ich habe doch den Gag gemacht. Ich hab aber einen Tag auch mal so gedacht, wie so Parfum reingehauen. Ja, und dann, was ist das? Ah, Rammstein, ist das nicht mehr nehmen. Oh, dann nehme ich das R. Kelly Puff. Ja, genau. Bill Cosby habe ich auch. Mein Gott. Ja. Okay. Aber nee, das ist echt. Oh Gott, schlimm. Schlimm. Ja, schlimm. Schlimm. Hast du auch eigenen Merch? So Pullis und Shirts habe ich tatsächlich. Genau, ja. Kann man die auch erwerben? Müsst ihr euch melden. Per Instagram melden, dann kriegen wir es hin. Zimmer wird immer custom made. Ah, das ist ein ganz korrekter. Okay. Für die Menschen. Da könnt ihr überteuerte Shirts kaufen. Ja. Das ist geil. Gibt es Asiaten, die im Armwrestling tätig sind? Also Ostasiaten? Also keine Kasachen, meinst du? So, ja, genau. So, ja, also Japan hat tatsächlich eine größere Community, die sind ganz cool. Aber die haben so... Ja, die haben auch viele so, gerade so Südostasien. Dadurch, die haben so Nusshände. Die haben so Nusshände. Ja, kennst du so Nusshände? Ja, wo so kleine Nüsse öffnest, so wie so Eichhörnchen. Du meinst Eichhörnchen, keine Japaner, oder? Ja, nein. So Japaner haben doch Eichhörnchenhände. Die öffnen so Pistazien. Die machen doch immer so High Five für den Eichhörnchen. Die haben so Nusshände, so ganz klein, so filigran. Ja. Von die, filigran von die. Kommt doch von Filipino. Die werden nicht nur von Angelina Jolie gejagt, sondern auch von Eichhörnchen. Ja, das ist geil.
Verfolgt. Ja. Nee, aber du hast in den, so Japan hat nochmal eine größere Community, sonst China gar nicht, komischerweise. Malaysia ist jetzt wieder größer geworden. Also jetzt so, dadurch, dass die WM in Südostasien war, waren auch viele so Länder dabei, die ich auch zum ersten Mal gesehen. So Singapur ist auch relativ stark geworden mittlerweile, obwohl es bloß so ein kleines Land ist, also von einer Größe, aber, und die haben eben echt so viele Leute so in den leichten Gewichtsklassen, dadurch, dass die eben kleiner sind im Durchschnitt, hast du auch viel mehr Konkurrenz da, aber wie gesagt, ich würde halt auch total gerne mal so in Japan so ein Turnier machen, das wäre auch nochmal ganz geil. Weil ich dachte erstmal so, Wrestling, als er mir das gesagt hat, dachte ich, das ist immer so ein Ami-Sport, so Amis haben immer so blöde Sportarten wie, keine Ahnung, George Form Grill Challenge oder so, irgendwie so solche Sachen. Oder wer hat das längste Steak immer. Und ich dachte nicht, dass in Europa so eine Sportart ankommt. Ja, doch, aber also Amis sind, ich glaube, die haben so 1960 das dann auch wieder richtig gut aufgezogen und gut losgelegt, ja. Aber so Europa, so gerade dieses Osteuropäische, die haben ja da in jedem Land, also umso mehr Ukraine, Russland, Kasachstan, Turkmenistan, alles stark, also alles starke Armwrestling-Nationen. Krass. Also sehr osteuropäisch dominiert, also wie so die meisten Sportarten. Kraft- und Kampfsportarten. Kraft- und Kampfsportarten, ja. Genau. Georgien auch super krass halt, ne? Armenien. Krass, George Michael, ja. Georgien Michael. George Michaelsen. Aus Georgien. Georgien, das ist Georgeland. Oh Gott, jetzt habe ich das verstanden. Ja, okay. Das hat auch eine Weile gedauert gerade. Ja, kein Problem. 11 Minuten später, ja. Er ist so kreativ. Das schneiden wir zusammen, dass das total smart von mir aussieht. Ey, mein Humor ist auf so einem hohen Level. Ja, das ist so zu krass. Oh Mann. Du bist also jetzt mit dem Training, du musst jeden Tag trainieren? Genau, richtig, ja. Wirst du heute trainieren? Heute bin ich ja bei euch, heute kann ich ja nicht trainieren, weil ihr zerstört meine Karriere. Es ist nie zu spät. Weil mein Ruf kaputt nicht geht, nicht deiner. Nee, heute tatsächlich nicht, aber dann wieder zeitnah, also wirklich dann wieder volles Programm. Also was steht jetzt noch an in der Zukunft? Na, das ist jetzt so, also dieses schwedische Turnier, diese Nordic Open ist sozusagen der Abschluss dieses Jahr, denke ich mal. Und dann werde ich mich dann wieder in die Weihnachtspause so langsam begeben im Dezember und dann werde ich ab Januar wieder loslegen und dann so mich auf Arnold's Classic. So ist der Plan, genau, dann nochmal angreifen da. Okay. Dann wünschen wir dir natürlich auf den Weg alles Gute. Vielen Dank, dass du erstmal da warst. Also ein super sympathischer Gast. Super sympathischer Gast. Ich bin auch Fan vom Sport, wirklich. Also ich lese mich da immer mehr rein, damit deswegen. Dann freue ich mich, dass er mir die Daumen drückt, ja, genau. Auf dem Weg zu Arnold. Ich finde das gut. Ja. Drück du uns eher den Daumen, weil der ist größer. Ja, viel Daumen. Genau. Unterstützt Armwrestling, ja. Das ist ein aufstrebender Lesbensport. Da ist viel zu holen für euch. Ja. Deswegen, wo kann man dich auf Social Media finden? Also man kann, überall, wo ihr Hellboy Armwrestling eingebt, findet ihr mich auf TikTok, auf Instagram oder auf YouTube, den Kanal Hellboy Armwrestling Entertainment, kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen. Also bei Instagram und TikTok heißt du wie? Bei Instagram bin ich Matthias Hellboy Schlitte, bei TikTok bin ich Hellboy Armwrestling und bei YouTube ist es Hellboy Armwrestling Entertainment. Die machen alles hier rein? Genau. Gut, in die Beschreibung. Dann hast du doch noch mehr, dass nicht alles gleich ist. Ja, du heißt überall woanders. Ja, ich muss verwirren. Das ist Quizmarkt. Wenn ihr irgendwo Hellboy Armwrestling eingibt, es gibt nicht noch einen. Ja, also genau. Der Terminator wird mich sehr leicht finden, wenn er zurück will. Also Reda wird das natürlich nochmal in die Bio unten verlinken. Sehr, sehr gerne. Und geht auf seine Seite, folgt ihm und schickt ihm eine Audio mit. I want your hair, boy. Also vielen Dank für meinen fantastischen Partner. Ohne ihn wäre das alles natürlich nicht möglich. Danke anscheinend, dass ich... Weil er uns abfackeln würde und hier eine Bombe detonieren würde. Ne? Danke an meinen Partner. Ohne ihn bin ich einfach nichts. Ja. Deswegen. Nothing! So, geht auf www.nisa.tv, ich bin auf Tour. Genau. Überall: Schweiz, Österreich, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Frankfurt, Bonn. Ich komme überall hin. Ja. Ja. Der ein oder andere Special Guest ist manchmal auch da. Deswegen besucht mich auf Tour. Es gibt einiges zu erzählen, ja, live. Deswegen, ich liebe euch alle. Und live ist das schlimmer als hier. Ja, live ist ja schlimm, weil hier muss ich mich ja anpassen an meinen Partner, wie es in einer Ehe leider so ist. Ja, man muss auf den Partner eingehen. Solo, auf der Bühne bin ich Single, da mache ich alles, was geht. Schönen Dank an Reda, unseren Regisseur. Ja. Danke an Matthias, dass sich die Zeit genommen hat. Ja, Matthias Schlitte. Ja, und wenn ihr guckt, Over the Top von Sylvester Stallone. Peace in the Middle East. Ciao. Ciao.